Guten Morgen und herzlich willkommen zum Livestream des 49. Engadin Ski Marathon. 42 Kilometer von Maloja nach Schanf stehen auf dem Programm im wunderbaren Oberengadin bei wunderbaren Bedingungen. Sonntagmorgen früh rund 13.000 Läuferinnen und Läufer machen sich bereit zu diesem Mythos des Engadin Ski Marathon. Fast ein halbes Jahrhundert alt ist dieser Marathon, der 1969 das erste Mal gestartet wurde und heute zur 49. Austragung antritt. Wir begrüßen Sie herzlich zu rund 3 Stunden live hier aus dem Zielgelände in Schanf. An meiner Seite Gabriel Oldham. Er wird Sie auf Englisch durch den Tag führen. Mr. Rocha, thank you very much. I also welcome all the international fans who will watch today's Engadin Ski Marathon, the 49th edition we will celebrate here today, and the conditions are great. It's a wonderful day. All the athletes, the women, the men, they are prepared. They waited a long time for this day here in Engadin, here in Graubünden. We have 42 kilometers, we have 17 minutes to go before we start the race, and it's really a historical one. 1969 was the first edition of the Engadin Ski Marathon, and since now it's amazing. We got 13,000 and more who are waiting to start for their race today. Wir sehen bereits im Bild die Bilder live von Maloja. Wir haben es gehört. Jetzt sind es noch genau 16 Minuten bis zum Start. Und die heutige Live-Übertragung, sie wird uns nicht nur Live-Bilder von der Strecke, vom Start, vom Ziel bieten, sondern wir werden auch immer wieder Impressionen haben vom ganzen Wochenende, vom ganzen Spektakel hier am Engadin Skimarathon. Das ist ein Event, der mehr als eine Woche dauert. Vor einer Woche mit dem Frauenlauf hat das Ganze begonnen, über mehrere Side-Events, und heute das absolute Highlight für die meisten Spitzenläuferinnen und Läufer, aber auch für die Volksläuferinnen, denn die spielen hier am Engadin Skimarathon eine ganz wichtige Rolle. We have a temperature of plus minus minus 4 degrees, but the conditions with the sun, they will come for the professionals, for the elite athletes. There will be no sun at all, because we expecting them to have a time between 1 hour 30 more or less, and that will be really interesting to see how, for example, Daria Colonia will compete in today's Engadin Ski Marathon. But also you see thousands of athletes, and some of them are here for the first time. And there are many, many good reasons to be part of this competition. Wir sehen bereits die Spitzenläuferinnen und Läufer, die stehen bereit in ihren Startblocks. Seit 1991 gibt es keinen Massenstart mehr am Engadin Ski Marathon. Damals noch auf rund 100 Meter Breite der Start in Maloja, aber die Organisatoren haben dann entschieden, diese Blockstarts einzuführen. Die ersten, die absoluten Spitzenathleten, werden genau in 15 Minuten 8.30 Uhr starten, und die allerletzten gehen dann um 9.23 Uhr auf die Reise. Und wir hören im Startgelände bereit der Kommunikationschef, der Pressesprecher vom Engadin Ski Marathon, Christian Gartmann. Er hat uns Stimmen aus dem Startgelände. Ja, guten Morgen aus Maloja. Hier im Startgelände ist momentan mittlerweile der Bär los. Hinter uns hat sich das Startfeld der Elite bereits aufgereiht. Die besten Läuferinnen und Läufer, erste Prozent vorne in der Kategorie Elite. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt wunderschön, wie die Sonne aufgeht über dem Silsersee. Es wird ein wunderbares Rennen und es werden schnelle Tempi erwartet. Die Läufer sind in einem sehr guten Zustand, haben uns die Verantwortlichen gesagt. Es wird ein, zwei Eisstellen geben auf dem Silsersee, aber danach beste Bedingungen. Wir gehen jetzt hin zum Rennarzt Andi Grünenfelder, ehemaliger Spitzenlangläufer, Bronzemedaille in Calgary über 50 Kilometer. Stimmt das? Das stimmt, das war vor deiner Zeit. Das war vor meiner Zeit, genau. Andi Grünenfelder ist heute der Rennarzt, er ist ein Anästhesist und Sportarzt. Andi, du hast die ganze Organisation des Rettungswesens unter dir. Wie viele Leute sind da heute im Einsatz?
Auf der ganzen Piste sind wir etwa ca. 100 Leute, also aufgeteilt auf 11 Posten auf der ganzen Strecke. Du wirst nachher mit einem Skido, einem Motorrad auf dem Schnee unterwegs sein und das Rennen, oder nicht, nein, aber deine Leute, wir sehen hier ganz viele Leute mit Helmen. Auf was bereitet ihr euch vor, auf was muss man eingestellt sein bei so einem Lauf? Also eben, wenn man sieht, dass es 13.000 Teilnehmer hat, das ist eine Kleinstadt, da kann medizinisch alles passieren. Und auf das versuchen wir uns einzustellen. Es ist also auch ein Rettungshubschrauber hier am Start vor Ort, der dann im Einsatz stehen kann, wenn es ihn braucht. Hoffen wir natürlich, dass es ihn nicht braucht. Du selber warst ein Spitzenlangläufer. Gibt es noch Momente am Start eines solchen Rennens, wo es ein bisschen kribbelt oder gerne auch mal mitlaufen würdest? Kribbeln? Nein, das nicht. Also von der sportlichen Seite her, von der medizinischen Seite kribbelt es schon. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, dass nichts passiert, dass ihr einen ruhigen Tag habt, aber bei 15.000 Leuten, die hier alles in allem unterwegs sind, kann natürlich immer etwas passieren. Wir gehen gleich fliegen weiter zu Adriano Iseppi. Er ist der Rennleiter, quasi der oberste Verantwortliche des Tages. Adriano, alles bereit für den Engadin Skimarathon? Alles ist bereit. Eine super schöne Strecke präsentiert uns hier da im Oberengadin. Wir haben perfekte Verhältnisse auf der ganzen Strecke. Wir haben ein bisschen Hektik da am Start, wie eigentlich jedes Jahr, aber alles ist bereit. In wenigen Minuten geht's los. Es ist jetzt 8.18 Uhr. Es gab ja am Donnerstag ziemlich heftige Regenfälle und auf dem See hat sich das Wasser auf dem Eis schon ein bisschen gestaut. Wie habt ihr diese Situation gelöst, dass ihr jetzt eine so schöne Loipe gemacht habt? Die Natur hat uns geholfen. Die letzten zwei Nächte waren kalt. Die Loipenverantwortlichen haben ruhige Nerven gehabt, haben gewartet, haben die Natur machen lassen und das Ganze hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Es hat sich wieder kristallisiert. Diese Wasserlachen haben sich verflüssigt oder verfestigt. Sozusagen, und jetzt haben wir eine super Loipe. Wir sehen sie vor uns, wir können vielleicht mal schnell auf den See rausschauen. Auf der linken Seite, da wo die ein paar Läufer sehen, ist die Skating-Loipe. Rechts gibt es auch Spuren für die Klassiker. Ist diese harte Spur für die Klassiker möglicherweise ein Problem? Nein, es ist ja ganz flach am Anfang. Das ist natürlich noch zusätzlich ein Vorteil. Wenn es glasig ist, dann läuft es besser. Und im Staatser Wald, wo es dann Grip braucht, dort hat es dann eine bessere Konsistenz, die Loipe. Prima, wir freuen uns auf einen attraktiven und schnellen Lauf und versuchen jetzt noch ein bisschen vorzugehen zum Elite-Startfeld. Das ist noch nicht ganz voll, weil die Elite-Läufer sind so lange wie es geht noch an der Wärme. Wir sehen aber hier schon, dass sie ihre Skier bereitgelegt haben. Ihre Betreuer haben die Skier auch bewacht und jetzt kommen so die ersten mit den ganz tiefen Startnummern auch in ihre Felder. Um 8.30 Uhr werden sie dann ja starten. Wir freuen uns auf einen wunderbaren Engadin-Skimarathon unter blauem Himmel. Zurück zu euch. Jawohl, wir haben es gehört, Christian Gartmann am Schluss mit Adriano Iseppi, dem Rennleiter dieses 49. Engadin Skimarathons. Und Adriano, er hat es richtig gesagt, die Crew hat alles richtig gemacht, die Natur hat mitgespielt, denn am Donnerstag die heftigen Regenfälle, die waren natürlich ein Problem für die Strecke. Sie haben gewartet, sie haben die Strecke während zwei Tagen nicht präpariert, vor allem nicht auf den Seen. Und die kalten Nächte, die haben dazu geführt, dass von gestern Samstag auf heute Sonntag die Streckencrew wirklich eine perfekte Loipe über 42 Kilometer herstellen konnte. We heard from race officer Adriano Iseppi that the conditions are great, it's perfect, the track is ready, because there was a little bit of a problem during this week. On Thursday there was a lot of rain because of two very cold nights. Now everything is finished, everything is ready, and men and women can do their race over 42 kilometers, and we got 9 minutes left till the start of the 49th Engadin Ski Marathon. And it was a very nice picture and also funny picture when we saw all these skis laying in front of the starting line. These are the skis who will win the 49th Engadin Ski Marathon. Wir haben es gesehen, Christian Gartmann, er war vorne beim Block der Elite, der absoluten Spitzenläufer. Die haben die Möglichkeit, sich möglichst lange warm zu halten, möglichst lange zu warten, bis kurz vor dem Start sie dann von den Betreuern ihre Kleider, ihre wärmenden Kleider abgenommen werden. Und dann gehen sie raus auf die Strecke. Wir sehen die weiteren Blöcke, die stehen bereits ein. Die Volksläufer, die ambitioniert sind, die eine gute Zeit laufen wollen, die möchten natürlich so gut wie möglich aus diesem Startblock rauskommen. Wir müssen aber sagen, dass bei den Volksläufern die Zeit erst gestartet wird, wenn sie
über die Startlinie fahren. Das hat in den letzten Jahren zu weniger Hektik am Start geführt. Wenn wir von den Spitzenfahrern bzw. Spitzenläufern sprechen, dann müssen wir natürlich den Olympiasieger Dario Colonia als Ersten nennen. Er hat den Engadin-Skimarathon bereits zweimal gewonnen und im letzten Jahr war er der Unglücksrabe mit einem Stockbruch. Auf der letzten Kurve, auf den letzten Metern wurde er von der Spitze noch zurückgespült auf Platz 25 und er will natürlich nach seinem Rang 7 an der WM in Lahti über 50 Kilometer heute noch einmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen. One of the absolute big names today, of course, Dario Colonia, the three-time Olympic gold medal winner. He was unlucky last year here in the Engadin Ski Marathon because he was in really good shape, but on the last meters, the stick was broken and he didn't finish the really good position last year. Furger won the Engadin Ski Marathon and Leivers was in second position. We got a few Swiss athletes for women and men and they will compete today at the Engadin Ski Marathon. And all the others will start in some different starts. We will start at 8:30 with the best of the best and then we got Elite A, B, C, and then we got all the others who will take this competition today, who will take this challenge over the 42 kilometers. Wir haben ein absolutes Spitzenfeld im Engadin am Start in diesem Jahr, das beste wohl der letzten 5 Jahre und wir haben gesagt, Colonia ist natürlich einer der großen Namen, aber wir haben auch den Vorjahressieger und ebenfalls zweifache Sieger, der Urner Roman Furger am Start, er gewann im letzten Jahr im Sprint und der Sieger aus dem Jahr 2014 aus Norwegen, Anders Glørsen und der Russe Ilya Tschernusov, der ebenfalls hier schon gewann, das war 2015. Das nur um einige Namen der Top-Favoriten zu nennen. Es ist mindestens ein Dutzend, dass sich hier heute berechtigte Chancen auf den Sieg ausrechnen kann. Last year was 1 hour 40 minutes, more or less the winning time. And this year we got 10, 12 athletes who will compete for the first place. And like always, on this track here and at the Engadin Ski Marathon, it's a really, really good possibility that we got a final sprint to determine the winner of this year. And for all the others who will start, they got, of course, a chip, so they don't have to get in a hurry to start and to get over the starting line, because just when they pass the starting line, then their time will start for today. Jetzt geht es noch 5 Minuten bis zum Start der Elite-Athletinnen und Athleten und dann möchten wir natürlich auch ein Wort verlieren über die besten Frauen am Start. Seraina Bohner, sie, die hier zu Hause ist, die Schweizerin, sie macht sich schon lange Hoffnung auf den Sieg am Engadin Skimarathon. Bisher hat es nicht gereicht. Sie gehört zu den absoluten Top-Favoritinnen. Zusammen mit der Schwedin Maria Gräfling, sie gewann vor einer Woche den Frauenlauf, hat da Seraina Bohner, die direkt von den Weltmeisterschaften zurückgekehrt ist, deutlich in die Schranken gewiesen. Aber auch die junge Deutsche Hanna Kolb oder die Norwegerin Mari Eide, sie gewann am Freitag den Nachtsprint. Das sind Namen, die wir auf der Rechnung haben müssen, genauso wie die Französin Aurélie Davoudic oder natürlich auch eine weitere Schweizerin, Rahel Imoberdorf. Also bei den Frauen, da warten wir auch auf eine spannende Konkurrenz. 13.000 Läuferinnen und Läufer stehen also bereit zu diesem Mythos Engadin Skimarathon. Es ist eine internationale Sache. Rund 30, 40 verschiedene Nationen sind am Start aus allen exotischen Ländern, aber rund 70% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus der Schweiz. Start will be in 4 minutes here in Maloja at 1820 meters. And there was a newspaper in Switzerland who did a really good job. They searched for some good reasons why you should be part of the Engadin Ski Marathon here. And for example, to be, of course, right in the middle instead of only stand beside and watch the race.
and it's obligatory for all the hobby runners, of course. And when can you say I made the same competition as Colonia did? So in the wind shadow of Colonia, why not? Prominent followers, that's also a good reason to be part of the game here, because for some of the Swiss watching people here, we got, for example, Victor Rötlin, we got Franco Marvulli, and we got Ariella Kaslin. So there are three names, they are very prominent in Switzerland, they are very celebrities, sport celebrities, who will take this challenge also today. Und wir sehen diese wunderbaren Aufnahmen hier mit unserer Cineflex-Kamera, aufgenommen von einem Hubschrauber. Sie wird uns nun in Kürze die wunderbaren Impressionen zeigen, die wir sehen werden, wenn die ersten Läuferinnen und Läufer rausgehen auf die gefrorenen See zwischen Maloja und Silva Plana. Es wird sich dann das Feld in die Länge ziehen. Es wird eine schöne Linie geben auf den ersten flachen Metern in Richtung St. Moritz. Alles ist bereit für die 49. Austragung des Engadin Skimarathon. Die drei ersten Blöcke, die Elite A, Elite und die Elite B, dahinter der letzte Block, sie stehen also bereit. Over 13,000 athletes are ready to compete today at the Engadin Ski Marathon. Of course, the bulk, the big one, there will be stretching over, all over the track, and the elites, Elite A, Elite B, they will start in about 1 or 2 minutes in this beautiful, beautiful place. Wonderful conditions, the weather is great. It couldn't be more perfect for today's competition. Ja, das ist so. Die Wetterbedingungen am heutigen Tag absolut perfekt. Wir haben minus 3, 4 Grad in Maloja am Start. Es hat praktisch keinen Wind heute Morgen gehabt. Und durch die eisigen Verhältnisse auf den Läufen wird ein schnelles Rennen erwartet, zumindest auch für die schnellen Volksläuferinnen und Läufer. Ob die Spitzenathleten hier für ein schnelles Rennen sorgen werden, das sehen wir in den nächsten rund 1,5 Stunden. Der Streckenrekord von Thor Arne Hetland aus Norwegen, der liegt bei 1,24,30 aufgestellt im Jahr 2008. Bei den Frauen 1,29,52, das war Rita Lisa Roponen 2013, aber im letzten Jahr ganz anders. Da hatten die Männer die schnellsten 1,48, also Sie sehen, die Bedingungen, die machen einen ganz wichtigen Teil hier, die äußeren wie auch die taktischen, und jetzt sind wir bereit. In Kürze geht es los. Jetzt ist das Rennen lanciert, der 49. Engadin Skimarathon ist eröffnet und die große, große Masse an Elite und Elite A-Athleten legen. Ready, set, go. No times for break. We see the French man Loïc Gigonnet in front, but of course you will see the elite who will make their race, do their pace and watch the right position for the first kilometers. Am Engadin Skimarathon, wo meistens am Ende ein Spurt entscheiden wird, geht es auch darum, die Kräfte richtig einzuteilen, sich richtig zu positionieren, nicht in Stürze verwickelt zu sein, zu den Schlüsselstellen an dem richtigen Ort platziert zu sein, um da keine Risiken einzugehen. Und am Schluss, wenn es danach zu Ort richtig schwer wird über die Golanhöhen, da müssen die Kraftreserven noch vorhanden sein. Wunderbare Bilder, die wir hier haben aus dem Oberengadin, wenige Meter nach dem Start des Engadin Skimarathon. Amazing impressions we get here from the beginning of the 49th Engadin Ski Marathon. You have to take really attention to do the start right. Don't get involved into some crashes or find your right position. If you're too fast, go right or left and go further. But at the moment, the race is started. And the pace looks good. Wir haben bereits
Toni Livers im Bild gesehen, der Schweizer im letzten Jahr Zweiter, nur von Roman Furger geschlagen. Wir versuchen nun natürlich auch über die ganze Distanz von 42 Kilometern die Läuferinnen und Läufer, vor allem bei den Männern, wo wir viele Live-Bilder haben werden, ihnen auch bekannt zu machen, die verschiedenen Dress, die Läufer von Swiss Ski in ihren schwarzen Dress oder zum Beispiel die roten Läufer vom französischen Gel Rossignol-Team, wo eben auch Toni Livers mit dabei ist. Wir werden das sehen, jetzt dann in den nächsten rund eineinhalb Stunden. Jetzt hat das große Abtasten mal begonnen. Es geht über die gefrorenen See und das große Feld der Elite-Athleten und Athletinnen, das wird sich jetzt so langsam in die Länge ziehen. Der erste topografische Höhepunkt, das ist dann der Schanzenaufstieg kurz vor St. Moritz. Da wird es so richtig zur Sache gehen das erste Mal und die ersten kleinen Selektionen werden dort herbeigeführt. The field will select themselves right now, and we saw before number four, Roman Furger, the winner of last year's Engadin Ski Marathon, also the winner of 2012 and second in 2015. Something about time, last year's winner time of Roman Furger was 1 hour 48, and the record, the track record here at the Engadin Ski Marathon over these 42 kilometers is 1 hour 24 and 30 seconds, based in 2008. If we'll see a new record this year, I'm really not sure. I'm not sure if the athletes are ready for a new record, women or men, I don't know. Das Feld ist sehr, sehr stark besetzt in diesem Jahr und viele Experten haben gestern gesagt, wenn es so viele Favoriten hat, deutet das auch auf ein taktisches Rennen hin. Keiner will zu viele Kräfte verlieren zu Beginn, weil es so viele starke Sprinter im Feld hat. Also wir werden sehen, vielleicht gibt es eben auch die eine oder andere mannschaftstaktische Situation, die vielleicht eben zu einer schnellen oder einer langsamen Ausgabe des Engadin-Ski-Marathon führen wird. Now we see Dario Colonia with number one here. At the moment he's sixth in the World Cup standings. Ja, und Dario Colonia, den wir an der Spitze gesehen haben, er ist frisch gebackenes Geburtstagskind, gestern 31-jährig geworden, könnte sich hier natürlich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Es wäre sein dritter Sieg am Engadin-Skimarathon 2007. 2010 hat er schon gewonnen, 2008 war er Zweiter und er hat aufgrund seiner Wadenprobleme an der linken Wade ja seine Saison wieder ein bisschen umstellen müssen. Er hat an den Weltmeisterschaften nur zwei Rennen bestritten. Das Staffelrennen, wo die Schweizer sensationelle Vierte geworden sind und der Lauf über 50 Kilometer, wo Colonia lange, lange vorne mitgemischt hat, um eine Medaille gekämpft hat. Am Ende war es Platz 7 und Colonia, der ist einer der großen Favoriten. Das ist ganz klar. Und jetzt sehen wir schon einmal so eine kleine taktische Situation. Colonia hat ausgeschert und dann war die Frage, wer übernimmt hier die Führung? Who will take the lead? As Christian said, it is here when you got so many favorites in the competition, there won't be one who will get further and straight to the finish line. There will be a lot of tactics during the race, during the competition, and that was what we saw before. Dario Colonia shared out, and there was the question, who will take the lead now? In this case, we will take the lead, and congrats to Dario Colonia also, as Christian said it. Yesterday, he could celebrate the 31st anniversary, and for example, or maybe he could do the biggest stuff for himself today with a good race, with a good result. Because, as we heard, he got problems during this season. He had to change a little bit his program at the World Championships Relay, fourth place, and at the 50 kilometers after a really hard race for Dario Colonia. At the end, there was just place number 7. And that's not enough for a Dario Colonia we knew in his best times, but he didn't get younger.
Und natürlich Dario Colonia, der große Name, aber wir haben es gesagt, mit Roman Furger gibt es einen zweiten Schweizer, der schon zweimal in Schanf gewinnen konnte und genau jetzt hinter Colonia eingereicht. Das war der 26-jährige Walliser Gondi Pallon. Er gehört sicherlich auch zum erweiterten Favoritenkreis. Er war schon Fünfter, Sechster am Engadin-Skimarathon und er ist einer der Marathon-Spezialisten. Er bestreitet die ganze World Loppet Series, wozu auch der Engadin-Skimarathon gehört. Und er liegt aktuell in diesem Klassement auf Platz 2. Also für Gondi Pallon geht es auch um wichtige Punkte im FIS World Loppet Ranking. Wunderbare Bilder hier über die gefrorenen See von Maloja nach Sils und dann weiter nach St. Moritz. Es ist einfach traumhaft. Die Sonne scheint, die Temperatur nicht so kühl, nicht so kalt, wie sie im Engadin sein können. Also die Nacht kalt, gefroren, aber nur etwa minus 3, 4 Grad hier am Start. Eindrückliche Bilder hier der Elite-Athleten und Athleten. So many athletes here at the Engadin Ski Marathon, and yeah, maybe you didn't know, but there are athletes from over 60 nations, and we got some exotic ones like Mexico, Brazil, Greek, India, and some athletes who were really, got a big challenge today here. They want to compete once in a lifetime here at the Engadin Ski Marathon, but again, 70% of the athletes are Swiss, and for the most of them, it's the biggest event of the year. It's really the highlight, the finish of the season here in the Engadin, at the Engadin Ski Marathon. Before we start the number seven, starting number seven, Gandien Prolong, the Swiss man who is in a good position in front there. But at the moment we got about 10 minutes of the race, a long, long road to go. But these impressions are absolutely fantastic. We're following the race in front, in the middle, at the end. On this live stream here from the Engadin Ski Marathon, you won't miss a thing because we got so many cameras. We are up in the air for you, and we will bring you this event right home, right to you. Und es ist vielleicht Zeit, nun einmal einen Blick auf den Streckenplan zu werfen. Wo durchführen diese 42 Kilometer über die volle Distanz des Engadin-Skimarathon? Wir sehen es hier eingeblendet von Maloja über den gefrorenen Silser See nach Sils Maria, über den Silvaplaner See nach Silvaplaner. Dann haben wir 10 Kilometer, dann kommt die erste topografische Schwierigkeit. Das ist der Schanzenanstieg, wirklich sehr steil, der Staatser Wald. Und dann sind wir bereits in Pontresina. Das ist Halbmarathondistanz, wo auch viele Läuferinnen und Läufer heute beenden werden, ein Halbmarathon bestreiten werden. Danach von Samaden über Bever, La Puncia Muest, das ist eher noch einmal ein Teil zum sich erholen, aber spätestens nach Madulain, Zuoz, da wo die Golanhöhen kommen, diese letzten schwierigen Anstiege, da geht es noch einmal so richtig zur Sache. Wir haben es gesehen, der Start flach, danach die topografischen Schwierigkeiten mit Schanzenanstieg, mit dem Staatser Wald, natürlich auch mit dieser spektakulären Abfahrt, wo wir heute absolut großartige Bilder sehen werden davon. Und danach geht es nach Pontresina, ruhiger Teil bis nach Zuoz und am Ende die schwierigen Golanhöhen. Und wir sehen jetzt schon, das Feld dünnt sich langsam ein bisschen aus. Es wird ein bisschen schmaler, denn die Athleten, die wissen, es geht langsam Richtung Schanzenanstieg. Alles zieht sich jetzt langsam ein bisschen in die Länge. As we saw the profile of this Engadin Ski Marathon, we had the start here in Maloja. And then you got Silvaplana after 10 kilometers. And here we see, there was a stick broken. So not really the bad thing to happen. It's the Frenchman Maurice Magnificat.
Ja, und Maurice Magnifica, das ist einer der Mitfavoriten, einer der großen Namen der Franzose, der im Weltcup an Weltmeisterschaften schon wirklich ganz vorne mitgemischt hat. Maurice Magnifica, er verläuft für das Ozawa Nordic Team. Er gehört hier zu den Mitfavoriten. Er hatte einen Stockbruch, aber konnte sich schnell wieder einen neuen Stock hier nehmen. Maurice Magnifica hier mit einem kleinen Problem. Und wir haben es gesagt, es gilt, sich aus dieser Gefahrenzone zu halten. In front, we got now the German Andreas Katz with number 138 and Tony Leivers right behind him. Wind shadow, and let's come back a little bit to the track. We said Pontresina half marathon, about 20 kilometers, and of course there are many, many thousands of athletes who will end after the half of a marathon. And I have to say, also this is a really an achievement the athletes will do here if you compete over the 20 or 21 kilometers, the half marathon also. Then Bieber, 30 kilometers, and then we will have the finish line here in Stampf at 1,670 meters. And there will be some tricky points for the last meters before you come to the finish line. There are, yeah, three or four tricky parts to manage, because as we saw last year, Colonia didn't reach the final without any problems. Ja, und wenn wir von Problemen sprechen, dann haben wir einen ersten schönen Clip vorbereitet für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir nennen das mal den Clip Pistenbericht, wo wir hören, was die Läuferinnen und Läufer, vor allem auch die Volksläuferinnen und Läufer, heute erwartet, mit Stimmen aus dem Marathon Village gestern Samstag aufgenommen. Frühlingsstimmung da im Village vom Engadin Ski Marathon in Samoritz. Die Frühlingsstimmung ist nicht nur bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so, sondern auch bei den Organisatoren. Bei mir ist der Adriano Iseppi, er ist der Rennleiter morgen beim Engadin Ski Marathon. Ihr habt ziemlich viel müssen schaffen nach den warmen Temperaturen der letzten Tage. Was habt ihr heute gemacht? Ja, der Regen vom Donnerstag hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten wirklich an verschiedenen Orten viel machen. Oder respektive Gemeinden haben da müssen Hand anlegen. Und wir haben vor allem von Samanen abwärts verschiedene Orte gehabt, wo es Wasser reingezogen hat. Von den Hängen, von den Flächen hat es aufgedrückt und das haben wir mit Drainagen entwässern müssen. Und ist alles parat gemacht worden, um dann heute Abend dann die definitive Läuferpräparation zu machen. Wir haben die Kunstschnee-Depot verteilt überall, dass wir dort den Kunstschnee haben, um eben die feuchten Stellen wirklich trocken zu bringen. Aber wir haben auch Glück gehabt. Die Nacht hat uns sehr geholfen. Es war eine kalte Nacht, es war auch trocken gewesen. Heute Morgen ein trockener Wind, der geweht hat, und das hat sehr geholfen. Aber können die Läuferinnen und Läufer also davon ausgehen, die Läufer wird morgen in einem guten Zustand sein, in dem unteren Teil von Zuz bis Stampf? Die wird in einem perfekten Zustand sein. Es wird eine sehr schnelle, schöne, kompakte und schön gefräserte Läufer sein. Was haben wir auf der See gemacht in der letzten Nacht? Nichts. Die letzten zwei Nächte haben wir bewusst nichts gemacht. Wir haben die Natur schaffen lassen, das war auch wichtig. Aber dort haben wir auch mit dem Regen vom Donnerstag extrem viel Wasser gehabt, das von der Seite gedruckt hat, von unten gedruckt hat. Und wir haben Leute mit sehr, sehr viel Erfahrung, die gesagt haben, jetzt müssen wir zwei Tage einfach die Nerven behalten und einfach die Natur machen lassen. Und die hat uns geholfen mit dem trockenen Wind. Das hat gestern eine zügige Wiese auf diesen Seen. Und das kommt auch gut. Die werden die Seen dann einfräsen heute Nacht und dann gibt es auch eine super kompakte Läufe auf der See. Wie es heute auf diesen Seen ausgesehen hat, haben wir uns anschauen. Gleitet sehr gut, oben leicht weich an der Oberfläche, um so einen guten Abdruck zu haben. Also es ist super, super angenehm und wenn es für morgen so ist, dann wird es perfekt. Eisig, und ich denke mal, dass morgen früh, wenn dann die Starts sind, das dann noch schneller ist. It's very good this year. It's fabulous gliding in the skis and it's very good conditions. Morgen soll es in der Früh richtig kalt sein am Start und hoffen wir, dass es halt bis unten ins Ziel auch schnell bleibt. I love this slope. It's quite tough, but it's cool. Yeah, it's very good and the snow conditions is going to be a bit faster than last year. Die Bedingungen hier sind perfekt. I'm not skiing very well, so when it's slushy, I'm slow. When it's icy, I hope to be fast. Sehr schnelle Verhältnisse, denke ich auch morgen früh. Ist super Wetter. Ich hoffe auf Rückenwind. Gute Stimmung also auf der See bei Sils. Adriano Iseppi, was kann man morgen erwarten? Wir wissen jetzt die Temperaturen, wir haben den Wetter vorher gesagt. Wie wird der Engadin Skimarathon wettermäßig, schneemäßig?
Das geht wahrscheinlich einen ganz tollen Engadin-Ski-Marathon, wenn man den Propheten glauben kann. Und wir tun ihnen glauben und gehen davon aus, dass es einen schnellen Marathon gibt. Es ist nicht extrem Gegenwind zu erwarten. Es sind, wie gesagt, kompakte, schnelle Temperaturen von den Läupen her, die uns präsentiert werden. Und ein sehr, sehr ein starkes Teilnehmerfeld, das Druck machen wird. Also ich rechne mit einer sehr tiefen Siegerzeit. Prima. Wir freuen uns auf das Rennen von morgen. Der Engadin-Ski-Marathon fängt morgen an und geht so ungefähr bis in die frühen Nachmittagsstunden. Und dann ist dann einer erlöst, der Adriano Iseppi. Danke vielmals. Danke und bis morgen. Thank you very much, Christian Gardmann, with this very special views, and this one here is a lot of fun too. I told you, the Mexicans, Brazil athletes, all is here, and it's not only to compete for the best time in today's race, it's also to have a lot of fun, to be part of the event, to be part of the competition, and to do something together. We are now at the start again in Maloja for the big bulk of today's race. Genau, wir sind noch einmal zurück an den Start gegangen, natürlich, dass wir eben diese Massen sehen können. Und das ist jetzt genau der Start der Hauptklasse A. Sie sehen, die Läuferinnen und Läufer kommen aus ihrem Block heraus. Sie dürfen die Skier noch nicht anhaben. Sie gehen alle zu Fuß bis zur Startlinie. Dort ziehen sie die Skier an und dann, wenn sie mit den Skiern die Startlinie überqueren, dann wird ihre Zeit gestoppt. Einige haben es ein bisschen interessant, die Hinteren nehmen es ein bisschen lockerer. Das wurde 1991 eingeführt, weil es so viel weniger Hektik gibt, weil sich hier die Gruppen schön voneinander trennen können. Wir sehen hier diese drei Mexikaner, das ist auch Teil des Engadin-Ski-Marathon. Es ist eine Mischung zwischen Karneval, Volkslauf, gepaart mit Spitzenathleten und das macht es hier so speziell. 13.000 Leute, jeder Läufer, jede Läuferin schreibt seine oder ihre eigene Geschichte am heutigen Tag. Ist es eine Spitzenleistung, ist es ein ins Ziel kommen, ist es aus irgendeinem Grund ein spezielles Erlebnis mit Freunden, Familien, Partnern, was auch immer, das macht es aus. Jeder für sich schreibt seine Geschichte und der Engadin-Ski-Marathon bietet Jahr für Jahr dafür die perfekte Bedingung, perfekte Organisation und wie wir sehen, das perfekte Ambiente im wunderbaren Oberengadin. Couldn't told you this better as Christian did. It's really amazing. You got all in one here at the Engadin Ski Marathon. You got the carnival, you got the top athletes, and also you got these athletes who will compete to write their own story, to compete their own challenge. And tonight when they will get home, they will feel it. They will feel it in a negative way a little bit, but I'm sure they will get asleep with a big smile on their face. And maybe when you see Daria Colonia with the number one after today's race on number one, that will be his third win here at the Engadin Ski Marathon, and it will be the perfect gift from himself to himself for yesterday's birthday. But also many, many athletes, you couldn't tell now who will be in the main position. An der Spitze sehen wir wieder Dario Colonia und wenn wir versuchen nun die Swiss-Ski-Athleten ein bisschen auseinanderzuhalten, Colonia an der Spitze mit einer schwarzen Kappe, dann übernimmt mit der Nummer 3 Toni Livers und Kurdin Perl, sie unterscheiden sich mit schwarz, blau und roter Kappe, das ist ein kleines Merkmal, das wir uns ein bisschen rausheben können. Ebenfalls mit einer schwarzen Mütze haben wir gleich gesehen, Livio Bieler, der Davoser, auch er ist hier für einen Spitzenplatz. Gut, er kann hier vorne mitmischen, aber wie schon gesagt, wir sind gespannt, was Swiss Ski gegenüber den anderen Teams, die wirklich auch mit Teamtaktiken fahren, anstellen werden. Wir sehen auch hier vorne der Franzose Bastien Poirier mit seinem Teamkollegen Conny Pallon, die beiden Fahrer des Gel Rossignol Teams. Sie sind hier ebenfalls sehr ambitioniert. Jetzt an der Spitze Gurdin Perl und gleich dahinter haben wir Tommy was gesehen. The focus, we saw number two, Kurdin Perl, with the blue cap to see a little bit more when you're searching the field. Yeah, he lives here. He lives in Pontresina. He was born in Samedan. And of course, he knows the Engadin Ski Marathon very well.
and also reached some really, really good results. He got a World Cup win, World Cup team win in 2010, and the Tour de Ski fourth place of the season 2010-2011. And now getting back with Tony Leivers. Tony Leivers, who was second last year and won the World Cup Loped Series in 2016. Die Schweizer zeigen also einen sehr animierten Anfang dieses 49. Engadiner. Colonia, Perl, Leivers, die laufen gleich vorne mit. Condit Pralong haben wir gesehen. Also die verstecken sich nicht. Da ist nichts von Mitlaufen. Den Vorjahressieger und Titelverteidiger Roman Furger, den haben wir bisher nicht gesehen. Er trägt die Nummer 4. Die Nummer 5, das ist der Sieger aus dem Jahr 2015, Ilya Tschernusow. Der hat lange Zeit hier oben im Engadin gelebt mit seiner Frau Serena Gasparin, der Biathletin. Und er lebt jetzt in der Lenzer Heide, aber immer noch im Bühnenland. Er hat gesagt gestern Abend, er fühle sich immer noch zu Hause. Und er ist gespannt, wie er sich hier gegen die absolut Besten in diesem Jahr schlagen kann. Und ob er noch einmal zu einem Sieg ausholen kann in 2015. So we have Tony Leivers, then comes Courtney Pearl. And behind we got number 7, Condit Pralong, the Frenchman. And now we see that behind the top of the field, yeah, the bulk extends into the length. And as you see over here, it's really flat here at the Engadin Ski Marathon. And as we heard before in the clip we saw, they're expecting a good time of today's race. We'll see how it get through. Ja, in Kürze werden die Läufer hier, die Spitzenläufer, schon Richtung St. Moritz kommen, Richtung diesem Schanzenanstieg, da wo es hinten dann bei den Volksläufern läuft, so einen richtigen Stau geben wird. Das ist ganz eindrücklich. Und die Organisatoren, die haben auch so Fairplay-Regeln. Diese Fairplay-Regeln sagen, keine Skier abziehen, das ist nicht erlaubt. Wir sehen es jetzt, wir sind auf der Höhe von Silva Plana sur Ley, da wo die Brücke über den See geht, die Spitze immer noch kompakt beisammen. Und es geht nicht mehr allzu lange bis zum Schanzenanstieg kurz vor St. Moritz. Nutzen wir doch noch einmal die Chance und schauen uns einen schönen Clip an, nämlich ein Clip, der in den Vortagen hier aufgenommen wurde. Der Nachtlauf, ein Novum, eine Neuheit in diesem Jahr. Erstmals Donnerstagabend 17 Kilometer von Sils, wo wir schon durch sind auf der Strecke nach Pontresina, also dieses Teil, wo jetzt die Spitzenläufer schon drauf sind. Sils bis Pontresina, das war der Nachtlauf, die Premiere am Donnerstagabend. Wir sehen jetzt dann gleich die Bilder. Alle mussten ausgerüstet sein mit einer Stirnlampe, damit sie sich ihr eigenes Licht geben können, weil diese 17 Kilometer nicht beleuchtet waren. Aber trotz des Regens absolut viele Happy Faces. Happy Faces, absolutely. Result is secondary. The fun is in the middle, stands in the middle for these side events. And we will take a look at after another side event who will took place on Friday night.
Jawohl, also wir haben den einen Event gesehen, das war Donnerstagabend, der Nachtlauf, da war das Erlebnis, das stand im Vordergrund. Freitagabend war es dann im Marathon Village in St. Moritz, da ging es so richtig zur Sache. Der Nachtsprint, da hatten wir Nachwuchsrennen, U10, U12, U14, U16, aber auch die Profis, die Elitefrauen, die Eliteherren. Ein Nachtsprint mit einer super Stimmung im Marathon Village, auch hier sehen wir noch einige Bilder. On Friday night, there was the night sprint, so there you got all of the athletes. You see here, the Elliot who will take as much speed as they can. And really, really a lot of people who will celebrate here at the Engadin Ski Marathon on Friday night with this special edition of really a popular side event in St. Moritz. Ja, und es war ein norwegischer Abend, Mari Eide und eben Nordhöck. Sie haben hier die Siege im Sprint geholt. Wir sehen hier jetzt gleich den Norweger eben Nordhöck, der hier mit einer gewaltigen Leistung souverän den Sieg holte. Und da werden noch kurz 3000 Schweizer Franken Siegesprämie nach Hause nahm. Also am Freitag, da war Norweger-Tag und wir sind gespannt, ob die Schweizer heute Revanche nehmen können. So at this night sprint, we had a Norwegian winner, Even Nordhøg, who won the night sprint at the men's competition, and also for Norway, Mari Eide, who won the women's competition. Now we are back on track. Und jetzt sehen wir es ganz genau. Das ist das erste Mal, wo die Loipe schmaler wird. Nach dem Start, der Start 20 Meter breit, geht die Loipe auf bis über 30 Meter und jetzt kurz vor der Schanze, da ist die Loipe nicht mehr so breit. Hier sind die Positionen schon einmal wichtig. Die Loipe, die hat auch zwei, dreimal mehrere Wege, wie wir hier sehen. Sie teilt sich wieder und wir sind in der Anfahrt zum Schanzenanstieg, zur Sprungschanze hoch in St. Moritz. Und da werden einige Läufer an der Spitze mal kurz aufs Tempo drücken. Denn danach im Village, da gibt es einen Zwischensprint mit lukrativen Prämien. Da gibt es immer eine erste Verschärfung zu sehen. Wir sind gespannt, wer jetzt nun hier den Lead übernehmen wird. So, as you see here on the track, it's getting a little bit smaller as at the beginning. At the beginning we had more or less about 20 meters, then it really split up. It was 30 meters and now we got about 5 meters where the space really is small and where the position really is important. And now we got the rise to St. Moritz and there you go. Jetzt sind wir drin im Schanzenanstieg und es ist kein geringerer als der Sieger vom Jahr 2014. Der 158 Anders Glørsen, der Norweger, der hier das Zepter übernommen hat. Aber auch daneben, da kommen die starken Franzosen, Clément Paris, auch er gehört dem Haute-Savoie Nordic Team an. Da sieht es so locker aus bei diesen Spitzenathleten. Es scheint nicht einmal richtig steil zu sein, aber ich kann Ihnen garantieren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich war vor Ort mit den Langlaufski selber. Dieser Schanzenanstieg, der ist richtig, richtig steil. Und die Volksläuferinnen und Läufer, die werden Ihnen das bestätigen können. Aber diese Läufer haben so eine große Klasse, so eine fabulöse Technik, da sieht das alles so spielend leicht aus. I didn't try it myself, but as you said, it's really a hard competition. From this point of view, it looks very easy. It looks very fast, but I'm sure if you compete once on your own, you will see how tough it really is. We heard with number 158, Andres Glørsen, but also the French guy, Clément Paris. They really push on it, push on this rise onto St. Moritz, and it's a good one, good pace. Jetzt sind sie am höchsten Punkt, jetzt kommt die schnelle, schnelle Abfahrt und dann kommt eben dieser Zwischensprint, der Helvetia-Sprint im Village drin. Wir haben es gesehen, Clément Paris, der Franzose, zusammen mit dem Sieger aus 2014, Anders Glørsen, der Norweger. Die haben sich ganz, ganz leicht abgesetzt und möchten sich hier vielleicht die Prämie holen. Vielleicht aber einfach einmal das Tempo verschärfen und schauen, was die Konkurrenz hier macht. On the downhill, we got the first action, the first tactic action with a Candide Prolong in front.
Und währenddessen wir natürlich im Live-Bild die Spitze der Männer haben, ein Update von der Frauenspitze. Auch die sind bereits in Silva Plana durch. Da liegt Rahel Imobedorf an der Spitze. Ari Eide, die Norwegerin, auf Position 2. Marion Huye, die Französin, auf 3. Kathleen Gregg, die US-Amerikanerin, 4. Und wir schauen ein bisschen nach hinten. Seraina Bohner liegt auf der 8. Maria Gräfnings, die Schwedin, auf der 6. Das sind eigentlich die ganz heißen Favoritinnen, aber alles noch sehr nahe beisammen, auch bei den Frauen. Die sind mitten im Pulk der Männer dabei, also da sicherlich noch keine Entscheidung gefallen. Here in the middle of the sprint from the men's competition, and as we heard, a little update from the women's competition. We got with the Swiss girl, Rahel Imobedorf, a really good start for her. She's in the first position at the moment. Behind from Norway, Mari Aden and Marion Huye, France. Das ist der Sprint hier im Marathon Village. Und der Sprint ist eine klare Sache. Condit Pralong, der 26-jährige Walliser, holt sich hier diese Prämie vor dem Sieger aus dem Jahr 2014. Anders Glörsen, er fühlt sich im Bündnerland sehr gut zu Hause. Er hat in Davos schon 5 Weltcup-Podeste erreicht, 2-mal sogar als Sieger nach Hause gegangen und er gewann auch schon am Engadin Skimarathon. Also Glörsen, der fühlt sich im Engadin oder im gesamten Kanton Graubünden zu Hause. Und er hat gestern an der Pressekonferenz gesagt, er möchte natürlich hier zum zweiten Mal gewinnen. Condit Pralong, der verpflegt sich jetzt hier und das ist auch einer dieser Posten, der sehr wichtig ist, vor allem für die Volksläuferinnen und Volksläufer. Die Verpflegung, genügend Energie zu sich zu nehmen, Getränke und Essbares. Und das ist bei der Anstrengung manchmal gar nicht so einfach. Yes, we heard, for the hobby runners is very important, these little pit stops beside the track. And also the elite, the favorites have to take some energy during the race. We saw the sprint winning goes to the Swiss guy, Condit Pralong, 26 years old, from Wallis. He was 5th 2008, he was 6th in 2016, and for the moment he is 2nd in the World Lopet, and was 3rd in the World Lopet Series 2016. So he knows how to do this competition, how to get the right tactic, the right position. And at the moment we got about a group of, yeah, you don't can say a group. It's really, it's the whole field who's coming down. Langsam gibt es einige Lücken und wir sind jetzt im kupiertesten Teil dieser Strecke drin. Hinter St. Moritz Bad geht es jetzt immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Es steigt ein bisschen an, bis wir dann am höchsten Punkt sind. Und dann die spektakuläre Abfahrt vom Staatser Wald. Das ist ein Spektakel, nicht unbedingt bei den Spitzenathleten, die wir hier sehen. Auch bei ihnen sieht das wieder sehr, sehr locker leicht aus. Aber vor allem bei den Volksläuferinnen und Läufern. Und auch hier haben wir einen ganz, ganz schönen Clip für Sie vorbereitet. Staatser Wald, das sind Impressionen, die wir uns einfach mal gönnen möchten. Mit Musik und mit bester Stimmung. Thank you.
Oh, really great impressions we get here from Stadtzerwald. And you see, downhill is not everyone's, every man's, every woman's part of the game with these kind of skis. Yeah, you could imagine. But it looks really like a lot of fun. And you saw all these costumes and spectacular. So carnival, a lot of crashes, but smiling on the faces from the beginning to the end. Ja, wir haben es gesehen, der Staatserwald, das ist ein absoluter Mythos. Man sieht viele Stürze, man sieht aber auch viele lachende Gesichter bei den Volksläuferinnen und Läufern. Viele haben aber Angst vor dieser Abfahrt, denn sie ist schwer, sie ist steil und dadurch, dass immer mehr Läuferinnen und Läufer durchgehen und immer pflügen, gibt es richtigen Tiefschnee in dieser Abfahrt und heute könnte es sein, dass sie eher eisig wird, weil wir ja gesagt haben, der Regen am Donnerstag hat zu einem eisigen Untergrund geführt, also heute sicher auch ein bisschen wieder ein Kernstück, wo man durchkommen möchte ohne Sturz. Aber danach wissen die Läuferinnen und Läufer, es wird ein bisschen ein lockerer Teil geben bis zu Ort. Sie können sich noch ein bisschen erholen, noch ein bisschen verpflegen. Aber der Staatserwald, das gehört zum Engadin-Skimarathon seit jeher. Und es ist auch dort der Platz für Medien und Zuschauer, wo die besten Fotos, die besten Eindrücke geschossen werden. Die Spitzenathleten, die sind auf dem Weg zu dieser Abfahrt. And I'm really impressed of Anders Gloresen, who will take here the lead, do his race, do his pace. And his wind shadow, you see all the others, all the others. So yeah. Rubov. Ja, wir müssen natürlich auch sagen, Anders Gloresen, das ist nicht irgendeiner. Der hat 15 Weltcup-Podeste auf seinem Konto, 5 Siege im Einzelnen, ich habe es bereits gesagt, zweimal davon in Davos, das war 2013, 2014. Er hat 3 Weltcup-Siege im Team und eben, er hat auch einen Sieg bei einem FIS World Loppet Rennen hier im Engadin, am Engadin Skimarathon. Das war am 9. März 2014. Also Anders Gloresen, der zeigt von vorne, dass auch er hier aktiv mitlaufen will und er nicht einer dieser Athleten ist, die nur mitlaufen und Kräfte schon. As we heard from Christian, so the palmarès of Anders Gloresen is really impressive. You got at the World Cup, he debuted in 2007. World Cup wins 5 in the team competition, 3. He was once 4th at the Sprint World Cup, season 2007-2008. And he won a lot of races. So he know how to do a competition like this here at the Engadin Ski Marathon. And at the moment, he looks very good, very comfortable, and in good shape. Nun sind sie auf dieser Lichtung angekommen. Rund um den Staatser See, der natürlich auch zugefroren ist. Und wenn wir von Gloresen sprechen, dann möchte ich noch einmal darauf zurückkommen. Wir haben mindestens ein Dutzend Top-Athleten, die hier berechtigt als Siegeskandidaten gehandelt werden. Die Schweizer Colonia, Furger, Liversperl, Palon, die Franzosen Poirier, Chauvet, Magnifica, Gaillard, der Finne Garivaris, er war im letzten Jahr 8. Und eben auch noch die beiden Norweger Thomas und eben Nordhyg. Auch die beiden müssen wir auf der Rechnung haben und vergessen wir auch nicht. Erik Bransdal, ein weiterer Norweger, also Sie sehen, es ist ganz, ganz schwierig, eine Prognose abgeben zu können. Und wir gehen davon aus, dass die letzten Meter, die letzten 1000 Meter, die technisch ziemlich anspruchsvoll sind, mit mehreren Kurven einer schnellen Abfahrt, dass die entscheidend sein werden. So a lot of really top athletes, you couldn't tell at least 10 men who will compete for the winning today. And also the women's competition, we'll get some results in a few minutes to do a little update for you as well. Ja, bei den Frauen werden wir in Pontresina das nächste Update ganz sicher haben. In Silva Plana, da waren die ersten 14
innerhalb einer Minute. Also das zeigt schon bei den Frauen auch da, bis Silva Plana noch nicht viel passiert. Aber bei den Frauen geht es natürlich auch darum. Sie laufen im Pulk der Männer mit. Sie müssen sich so gut wie möglich positionieren, so gut wie möglich aus den Stürzen raushalten. Also die Startphase für die Frauen immer ein wichtiger Teil. Wir sehen jetzt an der Spitze eine weitere Tempoverschärfung, die ein kleines Loch reißen kann. Drei Läufer, jetzt an der Spitze mit wenigen Metern Vorsprung. Wunderbare Bilder hier von unserer Cineflex-Kamera. Einige Worte zu unserer Produktion, die gemacht wird von der OnAir AG. Es sind total 8 Kameras im Einsatz. Wir produzieren diese Bilder nicht nur heute live, sondern es gibt auch einen Clip, der gemacht wird für das Schweizer Fernsehen, für eine Extrasendung, die heute Nachmittag ausgestrahlt wird. Viele regionale TV-Sender werden mit diesen Bildern beliefert. Die World Loppet Series wird eine Spezialsendung dazu machen. Wir haben es gesagt, die Cineflex-Kamera am Helikopter, die uns diese wunderbaren Bilder gibt. Wir haben auch 2 Robotic Cams hier im Einsatz, also Roboterkameras, die hier vom Mann gesteuert werden, aber eben an einem Computer. Und wir haben auch einen Läufer mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet, um danach im Nachgang an diesen Engadin-Skimarathon hier wunderbare Bilder zu haben. Rund 20 Leute sind involviert hier in die ganze Medienproduktion des Engadin-Skimarathons. So, really an amazing event we got here with the Engadin Ski Marathon, the 49th anniversary of this competition here at the beautiful Graubünden Engadin. And as we heard, the On Air production do a really, really good and great job here. We are on field, on track, in the air with almost 8 cameras around the track. As you saw, we got the Cineflex in the air, we got a runner on the track who is ready to give you some impressions you will never get again from today's race. We are really not only on the track, we are absolutely in the middle of the race, as we see here in the downhill, where Anders Gloersen still takes the lead, still runs in front, and looks really, really good, really, really comfortable. The rest of the field also take the speed, goes to the limit, and you really have to do the right tactic, to the right technique to survive here on this track. We'll go up and down and up and down again. And as I said before, On Air production is not the only here at the Engadin Ski Marathon. We got the Swiss National Television who will do a special report out of this event. Of course, the World Loppet Series will do also an interesting magazine with the backside stories, go behind the scenes and give you all the important actions out of today's competition here at the Engadin Ski Marathon. Christian Rocha is on his way to get some impressions too. And I won't tell you too much because he was going upstairs to get some interesting impressions, interesting interview partners. And at the moment he's ready, we'll get to Christian Rocha. Till then, we keep here the action on the track with these over 13,000 athletes competing over these 42 kilometers. And as we heard, Pontresina half marathon for some of the hobby runners, that will be the finish line, but not for the elite. And like always, any year you got new athletes, you got athletes who will compete for the first time here at the Engadin Ski Marathon, because since 1969 there was an absolutely push to this event, and you got over 50 years of history here at the Engadin Ski Marathon,
and really a great achievement from the location, from the organization, and of course also from the production. Yeah, there are absolutely a lot of good reasons to compete here at the Engadin Ski Marathon. You got an absolute beautiful track, a fast track. And as we saw before, the Stanzerwald, now with the elites, they compete here without any problems. I don't expect any crashes over here, but when we come to the main class and to all the hobby runners, they will get some really interesting and funny impressions. And you will get all of these here on the web stream of the 49th Engadin Ski Marathon. And there we have again our Cineflex camera. And from my point of view, and also from your point of view, you can agree with me when I say these are the most impressive pictures we have, we will get, and we will give it to you. All we have from the Engadin Ski Marathon 2017. And we got some specials from you. We got Christian Rocha. I told you, he's gone upstairs and he's on air right now. Jawohl, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind hier auf dem höchsten Punkt des Engadin Skimarathon im Zielgelände in Schanf und wir sind hier sozusagen in der Schaltzentrale, da wo alle Fans zusammenlaufen und da wo auch die beiden Speaker zu Hause sind. Das ist Luzi Heimgartner, der Speaker-Chef, zusammen mit Anna Capret. Wir sehen sie hier in der Arbeit, verschiedene Monitore, verschiedene Kanäle. Sie schalten nach draußen, kommen zurück, geben Updates den Zuschauerinnen und Zuschauern, die immer mehr nun langsam hier ins Zielgelände kommen und ich hoffe, Luzi, du hast ganz, ganz kurz Zeit. Luzi, du bist hier die Stimme des Engadin Skimarathon im Ziel und begrüßt an einem Tag 13.000 Läuferinnen und Läufer. Was ist das Highlight für dich persönlich? Also das fängt schon am Morgen an, wenn ich in Sivaplana, wo ich zu Hause bin, wegfahre. Da kommen Langläufer von allen Gassen raus, die Büsse vollgestopft mit Langläufern kommen mir entgegen. Es ist einfach fantastisch und natürlich dann hier der Zieleinlauf ist sicherlich ein Highlight, aber dann auch diese Tausenden von Läufern, die dann ins Ziel kommen und so Freude haben und das ist einfach toll. Es ist einfach toll, aber es ist auch sehr hektisch hier oben. Ihr habt so viele Kanäle, auf was musst du dich vor allem achten? Ja, wir haben verschiedene Informationsquellen. Wir haben von Datasport die ganzen Läuferdaten. Wir haben einen Monitor mit dem Livestream, wo wir die Läufer eigentlich live verfolgen können. Wir haben einen GPS-Tracker, wo wir auch sehen, wo die Läufer sind. Den Funk, also es sind verschiedene Kanäle. Aber ich habe zum Glück habe ich ja noch Anna Capretz, die mir da zur Seite hilft. Und Fabienne, unsere Speaker-Assistentin, zwei DJs hier im Einsatz, der Pierre und der Flo. Also wir sind ein eingespieltes Team. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das sind die Leute, die hier oben für das Zielgelände sorgen. Wir gehen wieder zurück zu Gabriel zum Livestream und ich werde auch in Kürze wieder unten in der Box sein. Danke Luzi, danke Anna, guten Tag. Christian, thank you very much for these impressions, for these statements out of this special point of view. Yeah, the speakers of this event, yeah, they will welcome, sunny welcome here at the finish line, over 13,000 athletes. And here you see the bulk of the competitors. Yeah, it's getting a little bit slow. It's like you are in a supermarket
more or less. You have to take your time, you have to choose your line, and then you will see how fast you get through these rise up. And something we could say is the organization did a fantastic job before the race started, now during the race, and of course after the race. It needs a really, really a big effort to do a stuff like that, to do an event like that. We got over 1,500 supporters who will help that we have this Engadin Ski Marathon. And when we talk about the cost of such an event, we are speaking about an amount of 2.5 million Swiss francs, so it's a really expensive one, but it's a really good one, a great one. And also, as we heard it before, the Engadin Ski Marathon is also a part of the World Lopt, so the fifth World Lopt Cup since the season 1999-2000, and the Engadin Ski Marathon a part of it. And Christian, welcome back, and I told the audience right now, the viewership, that now we are at this point where you have to choose the line, and like in the supermarket, you have to wait till the end. Das gehört einfach dazu, diese Bilder am Engadin Ski Marathon. Das Anstehen an der Schanze, sich für die rechte, linke oder ganz linke Linie zu entscheiden, Geduld zu bewahren, vielleicht auch mal den Moment genießen, ein bisschen durchatmen, mit dem einen oder anderen zwei, drei Worte zu wechseln. Ich habe es gesagt, das ist richtig, richtig steil. Die Spitzenläuferinnen und Läufer, die schießen da so drüber, das sieht einfach aus, und wir sehen es auch im Steilhang drin, kommt es immer wieder zu diesem Staus, immer wieder muss angehalten werden, aber natürlich auch für Angehörige, für Familien ist das ein ganz schöner Punkt, um Mutter, Vater, Freund oder Freundin zu sehen und anzufreuen. Und hier tappeln sie jetzt so langsam, während wir vorne an der Spitze die Läufer sehen, immer noch alles beisammen. Jetzt ist es wieder der Franzose Bastien Poirier, der ebenfalls hier zu den Top-Shots gehört im letzten Jahr. Auf Platz 4, ganz, ganz knapp am Podest vorbei. Und schauen Sie sich auch die wunderbare Landschaft an. Das Oberengadin hat sich wieder mal rausgelöst. Der setzt sich hier jetzt noch einmal leicht ab. Und jetzt sehen wir ein bisschen, er hat hier einen Turbo, der im Moment nicht führen möchte. Und schon ist eine kleine Gedanke. It's the absolutely perfect place to animate and to motivate their, for example, partners, children or daddies to compete as hobby runners here at the Engadin Ski Marathon. Where the landscape presents an absolutely perfect picture out of the Engadin. Now, I think some of the elite riders, runners, have to react over this little attack from Bastien Poirier. We got more or less 1 hour of running time. Ja, in der Tat, wir sind schon bald bei einer Stunde Laufdauer. Und das ist die erste Aktion, die hier ein bisschen nach einem Angriff ausschaut, währenddessen wir wieder hier schöne Bilder der Hobbyläuferinnen und Läufer haben. Wir haben es gesagt, jetzt ist 9 Uhr 25 und 9:23 Uhr. Da war der letzte Start des letzten Blocks in Maloja oben, also rund eine Stunde später als die Elite-Läuferinnen und Läufer. Jetzt sind alle unterwegs, und wenn wir davon sprechen, wie lange dann die Hobbyläuferinnen und Läufer unterwegs sind, Zielschluss hier bei uns im Ziel in Schand ist um 16 Uhr. Also man kann sich Zeit lassen, man soll sich auch Zeit lassen, wenn man nicht ganz so trainiert ist, sondern wenn man einfach sagt, der Weg ist das Ziel, wir wollen ankommen und finishen. Das sind einfach wunderbare Bilder. So as we heard from Christian, we got a time limit.
That's for sure, because we have to come to an end here at the Engadin Ski Marathon, because at one point there will be no light left and the track will be very, very dark and cold. So the deadline, if you would call it like this, it's at 4 p.m. 4 p.m. is deadline for the Engadin Ski Marathon, but I can assure you that's enough time for all the hobby runners to finish this race here in Schanf. And the elite, yeah, we can prepare ourselves in about 20-30 minutes. There we will come to a decision, to the crunch time. And here's the crunch time for all the hobby runners. Stadtzerwald. Ja, wir sehen jetzt die Wenige, hier noch ziemlich problemlos bei diesen Hobbyläuferinnen und Läufern, wobei das sind schon die ambitionierten Hobbyläuferinnen und Läufer. Also die haben schon noch sehr viel Zug drauf, die fahren hier auch noch in gute Zeiten. Aber wir sehen, dadurch, dass es eisig war in den Tagen zuvor, da ist momentan noch nicht so viel Neuschnee vorhanden. Diese Pflugbewegungen sehen wir aber momentan auch noch nicht so stark, weil hier sehr viele geübte Läuferinnen und Läufer am Werk sind. Je länger es dauert, umso spannender wird es. Spannend ist es auch bei den Frauen. Ein kurzer Zwischenstand bei den Frauen in Pontresina bei Halbmarathon-Distanz. Die Norwegerin Mari Eide liegt an der Spitze, 10 Sekunden vor dem Duo Rahel Imoberdorf und der US-Amerikanerin Caitlin Gregg. Schon eine Minute zurück, die Norwegerin Staver. Sie ist zusammen unterwegs mit der Schwedin Maria Grävnings und auch nur wenige Sekunden dahinter Seraina Bohner. Wir haben also ein Spitzentrio innerhalb 10 Sekunden. Mari Eide, Rahel Imoberdorf und Caitlin Gregg aus den USA. Und dann ein weiteres Trio, die Norwegerin Staver, die Schwedin Grävnings und die zweite Schweizerin vorne mit dabei, Seraina Bohner. Diese Läuferinnen sind innerhalb einer Minute und 15 Sekunden, aber es hat sich eine Lücke aufgetan. So as we heard, we got the best six women and we'll give you a little update also for the English viewership. We got a leader trio. So we got the Norway Mari Eide together with Rahel Imoberdorf and the US girl Caitlin Gregg. They are all between 10 seconds. And then we got other three athletes. They are from Norway, Staver, then the Swedish Grävnings on the women's competition 1 week ago, together with the second Swiss Seraina Bohner. So 1 minute 15 seconds, top six women at the half marathon in Pontresina. Wir sehen wieder eine Tempoverschärfung. Nun ist es der Franzose Thomas Jean Belon vom Cel Rossignol Team in ihren auffälligen roten Kleidern. Dieses Team wird eine wichtige Rolle spielen am heutigen Tag. Sie sind ein absolutes Marathon-Spezialistenteam. Sie konzentrieren sich auf diese Marathon-Events. Und es scheint so zu sein, dass sie nicht einfach nur auf den Sprint warten wollen. Da haben sie auch heiße Eisen im Feuer. Aber sie versuchen es hier auch schon mit einer Flucht. Weg aus Samedan raus. Da versuchen sie nun eine Lücke zu reißen. Es ist Thomas Chambellan mit der Nummer 2760. Ein Läufer, der später noch in die Startliste gerückt ist. Der eher spontan sich noch entschieden hat, hier doch zu starten. Und jetzt sind wir gespannt, was dahinter passiert. Wer hier die Verantwortung übernimmt. Die Läufer von Swiss Ski sind ein bisschen in die zweite Reihe gerückt, haben hier nun ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Währenddessen wir den deutschen Andreas Katz aus Ruppoldingen immer noch an der Spitze sehen. Der arbeitet hier von vorne. Followers leaded by Andreas Katz, the German from Ruppolding, number 138. Behind is from Norway, Eirik Brandsdal. Ja, schauen Sie sich diese Bilder an, da braucht es eigentlich gar keine Worte.
trotz diesen Regenfällen am Donnerstag wunderbare Bedingungen am heutigen Sonntag. Der Engadin Skimarathon, eine lange Geschichte, 49-jährig, also im nächsten Jahr das große Jubiläum, 50 Jahre Engadin Skimarathon. Der Halbmarathon, zu dem man auch starten kann, der feiert heute ein Jubiläum. 10 Jahre Halbmarathon gibt es das. Diese halbe Distanz wurde also von 10 Jahren eingeführt und erfreut sich sehr, sehr große Beliebtheit. In den letzten Jahren haben sich die Teilnehmerzahlen immer rund um die 13.000 etabliert. Das ist auch das Ziel der Organisatoren rund um den OKA-Präsidenten Mendori Kasper. Sie sagen nicht, wir wollen größer und größer und größer werden. 13.000, das ist eine Zahl, wo man sich hier im Engadin etablieren möchte. Und somit ist der Engadin-Skimarathon der drittgrößte Marathon der Welt nach dem Vasalauf in Schweden und dem Birkenbeiner in Norwegen, der drittgrößte Lauf der Engadin-Skimarathon. Und wir sehen, hier gibt es wirklich eine größere Lücke zum Spitzenläufer Thomas Chambellan, der nun bereits einige Meter, einige Sekunden zwischen sich und die Konkurrenz legen konnte. Und man kann einen Fahrer des Gilles-Rossignol-Teams nicht einfach ziehen lassen. Thomas Chambellan from France, he taking the lead. He gets his gap and he won't let him go, that's for sure. But also here couple who work together also. Ja, wir haben zuvor noch ein bisschen von den Zahlen gesprochen, währenddessen dahinter jetzt wirklich ernst gemacht wird. Die Schweizer am Werk, Dayan Danuser zusammen mit Beda Klee, die beiden Swiss-Ski-Athleten, jetzt ebenfalls auf und davon, aber Klee kann hier nicht mit Danuser mithalten, also jetzt ist das Tempo wirklich hoch. Es wird sich nichts geschenkt und die Läufer machen hier ernst eine entscheidende, vielleicht vorentscheidende Phase. Maybe we are already in the crunch time, as we like to say that. Number 20 from Swiss, Dayan Danuser. He was in a couple together with Beda Klee, but Beda Klee couldn't get with it, so now the speed and yeah, also Thomas Chambellan. Now Beda Klee is trying to hold his wind shadow at least, but that's easier told as made, this gap. So a really good effort here. Jawohl, die Swiss Ski Athleten, sie suchen hier das Weite und nicht mit den Favoriten, sondern so quasi mit der zweiten Garde. Dayan Danuser aus Bad Ragaz, er jetzt alleine an der Spitze, und Beda Klee, der konnte zuerst nicht mit Danuser mithalten, versucht nun aber beim Franzosen Chambellan mitzulaufen und vom Windschatten zu profitieren. Es ist nun also in dieser flachen Phase von Samaden bis Lampungsmotz jetzt die zweite Garde, die Außenseite, die hier versuchen, sich nicht auf taktische Spielereien einzulassen. Natürlich für Läufer wie Danuse wäre natürlich ein solches Sieg im Engadin eine ganz großartige Geschichte. Einerseits, weil es einfach ein Prestigeerfolg ist, den Engadiner mal zu gewinnen, aber andererseits auch wegen des Preisgeldes. Für den Sieger gibt es doch satte 10.000 Schweizer Franken. Absolutely right. 10,000 Swiss francs for the winner here at the Engadin Ski Marathon, but also a lot of honor you will receive if you are first in this competition. And Dayan Danuser, he will take this competition from Bad Ragaz, the Swiss man, the Swiss superman today, maybe. Who will know? But could he hold this pace till the end? Of course, at the moment, he will take the race on his own hands, on his own feet, and look at this technique. He's really looking good, looking great. And behind, there's a lot of action in this bulk, in this follower group. Ja, das sind 40, maximum 50 Läufer noch, die hier nach diesen Tempoverschärfungen folgen konnten. 100 Meter etwa zum Duo Chambellan
und dem zweiten Schweizer Bedaclé. Und noch knappe 100 Meter vorne dran, Diane Danusa aus Bad Ragaz. Jetzt geht es so richtig zur Sache. Und jetzt müssen zum Beispiel die Norweger reagieren. Die Franzosen müssen reagieren. Aber auch der Russe Ilya Chernusov, der muss vielleicht aktiv werden, denn er ist sicher nicht der ganz, ganz große Favorit, wenn es hier zu einem Spurt mit 40 Läufern kommen wird. Will we get a Swiss winner in today's men's competition? Or can the French connection react? Thomas Chamberlain together with Clay in a group of two, more or less 150 meters behind Diane Danusa. And also, you said it, Christian, the Russian Ilya Chernusov, he should react, he must react, if he will take a good position, a good place for the end of this race. But it looks really easy. Here at the moment for Danusa. Ja, es sieht wirklich locker aus, aber das ist es nicht. Wir haben das gesehen. Bedaclé, der hat nicht einfach so abreißen lassen. Wir möchten aber noch einmal die Möglichkeit nutzen. Wir sehen diese wunderbaren Bedingungen. Wir sehen diese Loipe absolut perfekt präpariert von der ganzen Loipen-Crew, von der ganzen Pistenpräparation. Die haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Und perfekte Bedingungen hatten wir auch vor einer Woche am Sonntag am Frauenlauf. Der 18. Frauenlauf hat stattgefunden am Sonntag vor einer Woche. Und wir haben hier einen wunderbaren Clip. Bevor wir dann rausgehen in die Entscheidung bei den Eliteherren, möchten wir uns diesen Clip noch einmal anschauen. Vom Frauenlauf vom Sonntag vor einer Woche. In the end. In the beginning it was quite easy, but the wind, so no one wanted to be in the front, so I was in the front for a little bit, and then Rahel and Saraina, so we were a little bit, like Heidi was also in the front for a little bit, but then when the hills came, I was like, now I really have to try, so then I just went all in and just everything I got, and then just looked forward and tried to stay strong. Das erste Mal fast auf den Skistand gefahren. Perfekt. Ich habe
schon fast alle gemacht. Nein, drei habe ich, die ersten drei habe ich nicht gemacht, weil ich Funktionär war. Und ich habe es super gefunden. Es war sehr streng, aber cool. Danke dem OK. Ja, es war lässig, richtig cool. Super! Ich war das erste Mal dabei und streng war es auch. What a competition! 1 week ago, the women's competition from Summerdown to Strumpf, and we saw many, many happy women which competed 1 week ago, and Maria Greffings from Sweden. One week ago, the women's competition, the women's race, and today also, she's still top five, top six in the women's competition, but here we are again at the top. Following group, men's competition, and there's really a big gap now. Wir sehen im Bild nun das Hauptfeld der Männer und nun schwenkt unsere Cineflex-Kamera nach vorne. Ja, der Vorsprung, der ist ziemlich groß immer noch. Aber die beiden Verfolger, die sind nun eingeholt. Jongla und Klee, die sind wieder in diesem Verfolgerfeld drin. Dayan Danuser nun alleine an der Spitze, und wir haben es gesehen, an der Spitze des Verfolgerfeldes sind es nun die Norweger, die Tempo machen. Anders Klörsen, Erik Brandstahl, die beiden Nordhügs, Eben und Thomas, die wollen alle hier vorne ankommen oder haben zumindest eine richtige Taktik, auf wen sie setzen. Und sie wissen, wenn ein Schweizer vorne liegt, dann müssen wir als norwegische Crew hier dafür sorgen, dass der Schweizer wieder gestellt wird. Das ist immer noch der eher flache Teil bis nach La Punte. Wir sehen immer wieder auch bei den Profiläufern an den Seiten die Teambetreuer, die hier nicht nur an den offiziellen Verpflegungsposten von Isostar Verpflegung zu sich nehmen, sondern überall verteilt auf der Strecke ihre Crew positioniert haben. Hier haben wir den Spitzenläufer im Bild. Ganz erfreulich, dass sich Dayan Danuser hier so aktiv präsentiert und er versucht, das Unmögliche möglich zu machen, das, was niemand für möglich hält, nämlich hier einen Solo-Sieg herauslaufen zu können. Aber das wäre eine wunderbare Geschichte, wenn diese Angriffslust belohnt werden würde. I am Danuser with a good gap between him and the rest of the field. We said at the beginning of the 49th Engadine Ski Marathon that we expect, and most of the time expecting, a sprint finish here in this competition. But what a history would that be if we will welcome here in Strumpf Dayan Danuser as the first competitor solo on the finish line. Und this is kein geringerer als Anders Klörsen, der hier alleine für das Tempo im Feld sorgt. Der Norweger hat sich vorne rangespannt und versucht, die Lücke zu Danuser zu schließen. Hinter ihm der US-Amerikaner Joseph Bettendorf, der im Windschatten von Klörsen mitlaufen kann. Auch Kurt im Perl ganz vorne positioniert. Er, der hier natürlich ein Heimspiel hat. Der Mann aus Pontresina ist durch sein Dorf schon gelaufen und hat sich auch hier wieder ganz vorne eingereiht. Hier sehen wir, weitere Verpfleger stehen bereit, versuchen hier die Tränke reinzunehmen. Die Läufer sind eine Stunde und 15 Minuten unterwegs. 1 hour 15 minutes. Ready for the crunch time, because it wouldn't take much longer till
to get to the decision of this year's race. There's again Andres Glørsen, who take the lead for the following group. But of course, here can anything can happen, and I expected a crash here, but everything's fine. Alles gut gegangen. Die Spitze längst in Lapund vorbei, und das bedeutet, man nähert sich der entscheidenden Phase, den Golanhöhen, diesem Hügel zwischen Madulein, Zuoz, Canf im Ziel, die nochmal so richtig wehtun. Hier werden wieder mehrere Fahrer abfallen. Das Tempo der Gdadfuhrschen, das ist hoch und höher. Und dann müssen der Bus vor der wirklich beeilen. Wir gehen noch einmal zurück auf die Frauen. Auch die sind vorbei in Lapund. Marie Ede liegt dort immer noch an der Spitze. Und jetzt ist sie alleine unterwegs. Rund 50 Sekunden die Norwegerin jetzt vor Rahel Imoverdor. Und sie ist zusammen mit der US-Amerikanerin Caitlin Gregg unterwegs. Und weitere 1,15 zurück, Seraina Bohner liegt jetzt auf der 4. Aber Marie Ede scheint auf dem besten Weg zu sein, nach dem Nachtsprint hier auch den richtigen Engadin-Ski-Marathon gewinnen zu können. A little update for the women's competition at the point at Lapund. We got Marie Ede from Norway with the lead. Then we got Rahel Imoverdorf, the Swiss girl. And then comes from the USA, Caitlin Breck. Again from Switzerland, Seraina Bohner. These competitors all together. But maybe we will see Marie Ede, who will win after the night sprint. That race also in women's competition at 49th Engadin Ski Marathon. Wieder ein Blick nach vorne, Diane Danuser. Er wehrt sich hervorragend, ganz alleine draußen auf der Loipe. Er kann sich nicht verstecken. Für ihn gibt es nur noch eine Taktik. Die heißt, alles in die Waagschale werfen, alles probieren, so ein hoher Rhythmus wie nur möglich anzuschlagen. Und Sie sehen, die Leute sind einfach so perfekt im Zustand. Sie sehen hier diese Struktur, die sie über die Nacht reingebracht haben. Und Adrian Gisetti, der hat es gesagt, in dem Moment, besonders in den Golanhöhen, in den Golanhügeln, da gab es die Probleme mit dem vielen Wasser drauf. Dass die Hänge runtergedrückt hat, damit diese Drainage machen, um das Wasser abfließen lassen zu können, ließen auch da die Loipe zwei Tage repariert und haben erst jetzt, gestern Nachmittag, begonnen, diese Loipe zu reparieren. Wir sehen gar nicht. Rainer Esel-Illnau, hi Rainer, für die Reise. Arbeit hier von der Pistentour am Ende. Währenddessen sind wir hier im Schwarzwald. Langsam sind wir der Volksläufer sorgt langsam hier. Michael Glück aus Wellesley, uns wird die Glasgezogen applaudiert. Helle, yeah, Christian, you talked about the perfect conditions, the perfect organization for the track here at the Engadin Ski Marathon, and also here at the Staatsverwalt. A little bit problems, a little bit of a problem now because of many, many athletes went through the Staatsverwalt, and it won't get much easier. I will come back again to Diane Danuser because at 2nd of February he will get at the Junior World Championships a 13th place. And now when you get this close in number one position, when you know you got about 15, 20 minutes left, then you will get the rest out of yourself. You have really to push you over the limit because you know it's now or never. Ja, ganz klar, für einen jungen Läufer wie Diane Danuser, da gibt es jetzt langsam ein Kribbeln. Er weiß, er kann etwas Sensationelles erreichen, er kann für eine Sensation sorgen, denn niemand hat von Diane Danuser gesprochen im Vorfeld. Nicht einmal zum erweiterten Favoritenkreis hat man den jungen Badragatzer gezählt, und er könnte es möglich machen. Wir sind gespannt, wie hinten die Koalitionen sind. Währenddessen sehen wir noch einmal die spektakuläre Abfahrt im Staatsverband.
the underdog from the underground. So Diane Danuser, we wish you all the best on the leading position. Keep that and maybe keep the winning position for Switzerland. But yeah, beautiful pictures, funny pictures we see here, but only a few crashes at the moment. I saw one or two, not more. I think also the hobby runners are really focused to get through this Stanzerwald like the pros. Ja, in der Tat, bisher wenig Spektakuläres. Das ist natürlich gut für die Läuferinnen und Läufer. Aber Spektakuläres 27-jährig, wir haben es gesagt, sie gewann den Nachtsprint Freitagnacht im Marathon-Village in St. Moritz und sie liegt nun alleine an der Spitze. Wir werden das Finale der Frauen ebenfalls live sehen. Unsere Kameras auf den Schnellrädern werden dieses Finale begleiten. Währenddessen scheint der Vorsprung von Danuser nun immer kleiner und kleiner zu werden. Diane Danuser. Leading position, but as we see at the moment, so a few minutes ago, there was a huge gap between him and the second position, the following group, and now there was a big reaction. The reaction had to come because when the rest, the bulk of the competitors want to do something today, then we have to react now because what do you expect? When can we expect the first or the athletes here in Schkampf? Wir sind hier im absoluten Finale. Wir haben diese Golanhöhen erreicht. Das ist genau das Problem jetzt von Danuser. Da braucht man viel Kraft. Jetzt hat er es eingesehen. Er nimmt zurück. Er weiß, dieses Unterfangen ist beendet. Aber er hat den Engadiner in diesem Jahr wirklich belebt. You have to give credits to Diane Danuser for his really big effort, for his actions. And if you win or lose, doesn't matter. He really can, looking back to the 2017 Engadin Ski Marathon, can say, I was part of the game. I was one guy who really wrote a little bit of history. Und die Frage ist, wie fest hat er seinen Teamkollegen damit geholfen? Denn mit Anders Glørresen, da hat einer der absoluten Favoriten hier mächtig viel Körner liegen gelassen mit dieser Verfolgung. Der Norweger, der Sieger aus dem Jahr 2014, er hat hier die ganze Nachführarbeit gemacht. Und da kam es zu einem Sturz auf der rechten Seite. Schwierig zu erkennen, wer hier involviert war, aber auf der rechten Seite sind zwei Läufer gestürzt. Aber Colonia ist da. Colonia sitzt jetzt auf der 2. Gut zu sehen, er hat sich hier an die Fersen von Glørresen geheftet. We saw a crash on the right side of the track and yeah, it's a little bit of a pity that we go now on these beautiful pictures because now we're really in crunch time. The field is together. Ja, aber wir sind in der absoluten Schlussphase. Wir nähern uns dem Village, der Ziellinie hier ins Jump im Militärgelände. Wir haben es auch hier gesagt, es kommt hier zu einem spektakulären Spurt, wenn es zu einem Spurt kommt. Denn die Kurven, die letzte Abfahrt auf dem letzten Kilometer und dann die letzten Kehren, die haben es in sich. Man braucht die richtige Position, man braucht Glück, man darf nicht stürzen. Und das haben wir im letzten Jahr zum Beispiel gesehen, wenn wir noch einmal zurückblicken. Dario Colonia, der hat eigentlich alles richtig gemacht, ist aber in ein Rencontre mit einem Konkurrenten gekommen. Sein Stock ist gebrochen und die Chancen auf den Sieg waren weg. Am Ende war es Platz 25, natürlich enttäuschend. Bologna. Das sind knapp 20, vielleicht 25 Läufer, die hier noch für den Sieg in Frage kommen. Dario Colonia, 2016, he was really unlucky. We all knew that, we all saw that, but we won't talk about that because now he's in second place, in second position, behind Andres Glørresen. And that's a good position at the moment because we are really at the crunch time now of this 49th Engadin Ski Marathon. And as you said, the last 3-4 curves, they're really, really difficult. You have to go through that to go for the goal, go for the win. Ja, und es ist Glørresen, der vorne für das Tempo sorgt. Er zieht die Gruppe in die Länge. Der Norweger muss sich enorm stark fühlen. Er läuft alles von vorne. Colonia auf der zweiten Position. Wir
kommen ins absolute Finale rein. Jetzt kann man sich nicht mehr schonen. Jetzt kann man sich nicht mehr zurückhalten. Jetzt geht es um die richtigen Positionen, wenn wir auf den letzten Kilometer kommen. Hier ist das Zeichen für den letzten Kilometer. We are now on the last kilometer, and as you said, Christian, it's now to go on the limit, over the limit. And for Dario Colonia, how will it go with his calf problems? Will he go through it? Will he go take it? And when will he attack? Because he can't rest behind Anders Gluerson. When he will win, he has to attack in the next meters. Ja, und das wird ein absolutes Spektakel. Ich habe es gesagt, maximum 20 Läufer, die hier noch für den Sieg in Frage kommen. Jetzt geht es um die Positionen. Es folgen nur noch 280 Grad Kehren. Jetzt kommt eine rechtsabfallende und die hat es in sich. Hier muss man so sauber durchkommen. Colonia liegt auf der 2. Ganz von vorne läuft Gluerson. Now it's getting really hot. We saw Gluerson and Colonia side by side. Now Colonia on the inside. He really gets the running up now. Jawohl, Colonia übernimmt nun die Spitze. In einem sehr, sehr schnellen Skating-Schritt hat er die erste Position übernommen. Wir können hier die Nummern schlecht erkennen, aber Colonia ist an der Spitze. Das ist die Zielkurve. Will he recover from last year's competition? Dario Colonia in first position. Only a few meters left. Could he take this first place? Now or never, the whole followers are getting to the limit now. Es sind die letzten Meter, die letzten 50 Meter. Colonia liegt immer noch an der Spitze und das sieht gut aus für den Schweizer, für den Olympiasieger. Holt er sich hier den dritten Sieg am Engadiner? Jawohl, es ist perfekt. Dario Colonia gewinnt den Engadin-Skimarathon zum dritten Mal. Congratulations from our side here at the commentator's position to Dario Colonia. After his 31st birthday yesterday, today he finished the race in first position. His third winning here at the Engadin Ski Marathon, and I'm sure he's absolutely down to earth now. He's absolutely happy with this race. He had a really good race. We saw him at the beginning. Then he made his race, he made his competition, really good tactic, and we only saw Colonia at the last 2 or 3 kilometers, at the point when it's important. Colonia, er hat alles richtig gemacht. Am Anfang hat er sich schön vorne eingereiht. Hier kommen die Gratulationen seiner Teamkollegen. Er hat es geschafft. Das ist eine Revanche für den Frust vom letzten Jahr. Es ist aber auch sicherlich sehr viel Genugtuung für die gesundheitlichen Probleme, die Colonia seit mehr als einem Jahr begleiten. Und der harte Sprint, den hat er ausgefahren gegen Ilya Chernusov. Wir warten noch auf die offiziellen Resultate, damit wir hier auch die besten drei bestätigen können. He recovers from this seasons with many, many ups and downs. And he proved Dario Colonia once and for all, he still can win. Hier ist er also, der Sieger des 49. Engadin-Skimarathon. Dario Colonia, der dreifache Olympiasieger, ist nun auch dreifacher Sieger hier im Oberengadin. Er gewinnt vor Ilya Chernusov, der fast seinen zweiten Sieg geholt hätte. Und Anders Gluerson, ebenfalls ein ehemaliger Sieger, holt sich Platz 3. Platz 4 geht nach Frankreich. Renaud Jay, Maurice Magnifica holt sich Platz 5. Und Jean-Marc Gaillard, Platz 6. Die Franzosen geschlagen auf den Plätzen 4, 5 und 6. Und Colonia, der strahlt mit dem Engadiner Wetter um die Wette. Gratulation, Dario Colonia. So, third win for Dario Colonia. Christian said it absolutely perfect and absolutely right. A smile on his face like the sun here at Engadin Ski Marathon. Colonia with the win. Second place for the Russian Ilya Chernusov. The third place goes to Andres Gluerson, also a former winner here at the Engadin Ski Marathon. And the French connection, yeah, they will leave on place 4 till 6 with Renaud Jay, Maurice Magnifica, and Jean-Marc Gaillard. So, and now we maybe we'll take a look at the women's competition.
wir warten natürlich jetzt auf den Zieleinlauf der besten Frauen. Marieide haben wir aber noch nicht gesehen. Und noch einmal zurück, es war ein schnelles Rennen. Siegerzeit von Dario Colonia, 1:27.46, also unter 1:30 für Dario Colonia bei einem schnellen 49. Engadin. Absolutely, that's a time you have to really you have to notice, because the winning time of Dario Colonia is 1:27:46, and that means that Dario Colonia was only 3:16 slower than the absolute track record. So an amazing race, a fast race in 2017 at the 49th Engadin Ski Marathon. Ja, wir warten nun natürlich gespannt auf die Zielankunft bei den Frauen. Und sobald auch die Frauen im Ziel sind, dann gehe ich nach draußen und wir bringen Ihnen Live-Stimmen von den besten Athleten des heutigen Tages rein in den Livestream. Wir warten aber zuerst natürlich die Entscheidung bei den Frauen ab in La Punte. Da hat Marieide solo geführt. And for the other Swiss competitors at the men's competition, we have Cordin Pearl with a good 7th place, and on the 9th position is Tony Leavers. Let's go to the women. Marieide, sie ist bereits auf dem letzten Kilometer und im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es hier kein Gerangel. Marieide ist alleine unterwegs, die 27-jährige Norwegerin. Sie ist die Partnerin des dritten Anders Glørsen. Also es gibt zu feiern heute im Park Glørsheneide. Sie holt sich hier nach dem Nachtsprint am Freitagabend in souveräner Manier den ersten Sieg am Engadin Skimarathon. Wir sehen sie nun von oben mit unserer Cineflex-Kamera und sie weiß es, sie hat genügend Vorsprung, sie muss einfach nur noch ins Ziel kommen. Marieide. Marieide from Norway. After the winning night sprint from Friday night's competition, now she's all on her own, and she knew the only athlete who can beat her at the moment is herself. So she won't take any risk. She will do the last curves seriously, really focused. But you can still see, yeah, you can already see the smile on her face, because I think she almost recognized, yeah, I got it. Only a few meters left. Ja, ja, sie weiß es, sie hat sich sicherlich auch auf den letzten Kilometern das eine oder andere Mal umgeschaut. Ein großer Vorsprung für Marieide. Sie ist jetzt auf der Zielgerade und die Norwegerin holt sich bei ihrem ersten Start am Engadin Skimarathon ihren ersten Sieg und macht das Doppelpack perfekt. Sprintsieg am Freitag und jetzt der Zieleinlauf von Marieide. Sie gewinnt solo im Alleingang, nachdem sie sich bereits nach Pontresina absetzen konnte. Hier ist sie, Marieide, die Siegerin des Engadin Skimarathon 2017. Congratulations to Marieide from Norway. She's the winner of 2017's Engadin Ski Marathon, her first competition ever here at the Engadin Ski Marathon. And she will leave the beautiful Graubünden with 2 victories, night sprint and, most importantly today, the first woman at the finish line, Marieide from Norway. She debuts in the World Cup in 2010, and she also got a team victory at the World Cup. So, wir sind gespannt, ob die Schweizerin Rahel Imoberdorf ihren zweiten Platz ins Ziel bringen kann. Das wäre ihr bestes Resultat am Engadin Skimarathon. Die Walliserin, sie hat den Frauenlauf vor einem Jahr gewonnen und sie hat hier lange mit Marieide mitgehalten. Wir sind gespannt, ob wir sie auch ins Bild kriegen werden. Die Siegerin bei den Frauen ist im Ziel und wir warten auf die weiteren Vergaben bei den Podestplätzen bei den Frauen.
So now other athletes on the last kilometer, and it looks a little bit different as we saw before, the top of the top with Dario Colonia. The speed a little bit slower as before, but of course, the battery is empty and you feel it in your legs. It's not so easy to get the curves here. Nicht ganz einfach für uns zu erkennen, wo jetzt die weiteren Frauen sind, ob die Zweit- oder Drittplatzierte bereits da ist. Wir werden sie so gut wie möglich updaten. Hier kommt jedenfalls eine weitere große Gruppe auf die letzten beiden Kurven, auf die letzten 500 Meter. Da sind sicherlich zwei Frauen dabei, aber ich denke, dass die Kameras hier Rahel Imoberdorf oder die US-Amerikanerin Caitlin Gregg, die auf den Positionen 2 und 3 gelegen sind, noch in Lapund nicht einfangen können. Hier haben wir die 218 Maria Grevnings. Sie ist im Ziel. Also, aber wir wissen es nicht. Wir denken nicht, dass sie die Zweitplatzierte ist, denn vorne sehen wir weitere Läuferinnen. Also wir warten noch auf die Bestätigung. Grundsätzlich sollte Rahel Imoberdorf und Caitlin Gregg die Positionen 2 und 3 belegen. You're absolutely right, Christian, because as we saw with number 218, Maria Grevnings, who was really crushed down after the finish line, because it was a really hard race, a hard competition for her. And we saw a little bit further with number 208. I saw the number, so that was Rahel Imoberdorf. From our perspective, it should be Mari Ada, then the Swiss girl Rahel Imoberdorf, and third place for the Swedish girl Maria Grevnings. But we will wait till we are really, really sure, till everything will be confirmed. Das ist die provisorische Rangliste, die wir Ihnen einmal bekannt geben möchten. Und sobald wir bestätigen können, wer bei den Frauen auf die Plätze 2 und 3 gelaufen ist, geben wir Ihnen das sicher nach. Ich werde mich nun nach draußen begeben, werde auf Stimmenfang gehen. Natürlich will ich mit Dario Colonia sprechen, natürlich will ich mit Mari Ede sprechen, die beiden Sieger am heutigen Tag. Aber es gibt sicher noch die eine oder andere Stimme. Gabriel hat es gesagt, anfangs des Livestreams, es gibt prominente Sportler, Ex-Sportler, zum Beispiel wie Ariella Käslin, Franco Marulli oder auch Viktor Rötli, den Marathon-Europameister, die heute am Start sind. Viktor Rötli, der hat ein ganz spannendes Ziel. Seine schnellste Zeit im Marathon zu Fuß, 2:07:23. Seine schnellste Zeit am Engadiner, vor 2-3 Jahren gelaufen, 2:20. Das heißt, er ist wohl einer der wenigen Teilnehmer hier am Engadiner, der zu Fuß schneller war im Marathon, und sein Ziel heute ist diese Zeit von 2:07:23 zu unterbieten. Ich gehe nun nach draußen und gehe auf Stimmenfang, und wir werden sicher auch in Kürze das offizielle Podest der Frauen nachliefern können. Thank you very much, Christian. As we heard, he will go outside now. He will get into the action himself. Of course, he will get Dario Colonia and Mari Ede. Of course, Rahel Imoberdorf will be there also. And in a few minutes, we will hear from our flying reporter Christian Rocha, some statements from winners, from losers, but of course, from the top of the top athletes here at the 49th Engadin Ski Marathon. Also, we heard celebrities who will start here at the whole competition. And there is, for example, Ariella Käslin, who know her, who saw her, knows she can do any sport she wants, and she will compete any challenge she gets. And I'm not sure which time she will get today, but of course she will have a smile at the end, because that's always with Ariella Käslin. When she finish a race, she's happy with it, even if it's good or bad, the timing. Then another guy, Franco Marbulli, we know him from a cycling, silver medalist at the cycling at the Madison, and Viktor Rötlin, marathon runner, and as Christian Rocha said, funny history, his best time here at the Engadin Ski Marathon is about 2 hours and 20 minutes, and his record time at the marathon with the feet, so it is 2 hours 7 minutes and 20
3 seconds. So, as Christian said it, maybe only the only athlete who is faster on the running shoes as here with the skis. Many, many athletes will finish the Engadin Ski Marathon. We said it before at Pontresina, at the half marathon. A few hobby runners finished the race with the half marathon. Markus König Liestal begrüßen wir. Silvan Hollenstein, Müller Rütti. But most of the competitors will finish the whole 42 kilometers to arrive here in Schanf at 1670 meters. Of course, also the hobby runners will fight for a good time. It's not priority number one, that's for sure. But if you get competition, if you get another athlete in front of you, you will get him to the finish line. You will take him, you will take this position, you will take this time, this few extra seconds to get a better time at the end. Beautiful pictures, beautiful impressions, and still many, many hundreds, thousands of athletes, of competitors on the track here at the 49th Engadin Ski Marathon. Dreifachen Sieger jetzt am Engadin Ski Marathon, Dario Colonia. Wie gut tut das der dritte Sieg? Das hat eine Weile gedauert, bis der gekommen ist. Das ist so, aber wir sind auch lange nicht mehr gelaufen. Darum, bis auf letztes Jahr. Darum, nein, ist ein sehr schöner Erfolg. Und der Engadiner Gewinner ist immer sehr speziell. Und ich bin überglücklich, dass es heute wieder aufgegangen ist. Die Vorzeichen letztes Jahr und dieses Jahr waren ja etwa gleich gewesen. Eine gute Form, gute Konkurrenz. Aber was letztes Jahr passiert ist, ist das wieder im Kopf zurückgekommen? Ja, nein, das kann noch passieren. Es gibt immer grosse Gruppen, alle wollen den führen, dann kann ein Stockbruch passieren. Aber darum wollte ich sicher auch vorne platziert sein, dann ist die Chance kleiner, dass etwas passiert. Wenn man mit in der Gruppe ist, kann das sehr passieren. Und ja, die Acht ist gut aufgegangen und ja, immer gut positioniert gewesen. Und ich bin froh, dass es geklappt hat am Schluss. Mit dem Dejan Danhauser haben wir ganz einen jungen Schweizer gesehen, der in Angriff gegangen ist. Wie fest war das Teamtaktik gewesen? Ja, heute Morgen schon gehört, dass sie das vorhaben. Und ist der Dajan und auch der Beda Klee, die es zusammen gemacht haben. Und ja, es war eigentlich für uns noch gut gewesen, dass sie vorne weg sind. So haben die anderen Nationen ein bisschen arbeiten und wir haben uns ein bisschen versteckt im Feld. Und ja, es war eine coole Aktion von ihnen und sie sind eigentlich lange vorne geblieben. Wie geht es jetzt noch weiter? Eben die gesundheitlichen Probleme sind immer noch da. Wie sieht der Saisonschluss aus bei euch? Ja, also eben, ich fühle mich gut und über das Skaten, wie man heute gesehen hat, habe ich kein Problem. Und, darum, also ich gehe nächste Woche noch im Weltcup-Finale auf Kanada. Dort werde ich sicher noch mal angreifen. Und dann gibt es noch Schweizer Meisterschaften. Und dann ist es sehr schon bald wieder vorbei. Das Schlusswort. Ihr seid ja so schnell unter 1,30 gelaufen. Die grosse Meute, die war eine halbe Stunde unterwegs, als ihr ins Ziel kommt. Jetzt startet hier langsam so die grosse Party. Wie sieht jetzt der Tag noch vom Dario Colonia aus? Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich noch Siegerehrung. Und ja, nachher eigentlich eher gemütlich. Auch bald einmal richtig heim wieder, weil ich eben fliege dann schon bald auf Kanada. Darum ist es auch wichtig, zum Erholen jetzt. Aber ich wünsche natürlich noch allen einen super Lauf und bei diesem Wetter kann man es eigentlich nur geniessen. Geniessen Sie auch, Gratulation und guten Schluss am Weltcup. Gratulation, Dario Colonia. Thank you, Christian Rocha. He got the statements of the winner of the 49th Engadin Ski Marathon, Dario Colonia, with his third winning here at the Engadin Ski Marathon after 2007, 2010, now 2017. He was smiling from the first position and he done his race very well. Yeah, in case of the really good attack and really good tactic
of the two other Swiss guys, Diane Danuser and Beda Klee. We saw Diane Danuser with the number 20. He got his, let's say, his 15 minutes of fame with his good action. And Dario Colonia said, yeah, he heard about that plan from Beda Klee and Diane Danuser. And at the end, it got very well for Dario Colonia. He could profit out. He could take a little bit of a profit out of this action from these two Swiss guys, especially from Diane Danuser. And at the end, he was number one. And he didn't really thought about last year's competition when he was really unlucky. And I could imagine that's really the biggest point for a professional. And the next professional at Christian Rocha's microphone is the winner of the women's competition. Jawohl, es geht Schlag auf Schlag hier draußen. Nach Dario Colonia steht auch die Siegerin bei den Frauen bereit, Mari Eide aus Norwegen. I would like to say it's a perfect weekend for you. Two wins in a row and both of them quite easy. It seemed to be quite easy. I didn't know how to expect the race today. I was starting in the finish line and I heard that it was smart to just keep the speed with the boys over the first two waters. When I come to St. Moritz, I just have to climb down so uphill so fast as I could. And when I come to Pontresina, I was starting to be a bit tired, but I didn't know if I was the first or if I was second or I didn't know how I was laying on, but I had some help with some boys, but I have to do lots of the job by myself in the front from Pontresina to the finish line. But I understand when the scooters follow me, maybe I was in the first place. So there never was the moment you got the information that you are the leading women, no? No. I asked one of my service guy in fishing, but he didn't know either. So I just keep the speed up and I go for a good time. Okay, like you said, you start together with the boys. How difficult is it that you're in the big bunch of boys, a lot of positions? How was it for you? It was very difficult. I have to keep care of my poles. And I was actually so close to fall on the fall one time. But I tried to go and give the boys some space and go my own race. So first time at the start at Engadin Skimarathon, first win. You will come back next year? Yeah, I just love this area. I spend so much time here in the summer. This is the first time I'm here in the winter, but I love the area and I'm definitely coming back. So, just to look back on the whole 42 kilometers, was there a moment where you had time to enjoy? Oh, maybe a bit in the end because I didn't see any from behind woman from behind. So then I was starting to think about my boyfriend Anders. I didn't know if he was the first, or the second. So I was happy to come to the finish line and see him, and he was the second. Yeah. Congratulations, and we hope to see you back next year, Mari Eide. Thanks a lot. Eine kurze Zusammenfassung von Mari Eide. Sie hat also bis ins Ziel nicht gewusst, dass sie die erste Frau ist. Sie hat keine Information gekriegt und sie hat gesagt, sie geht einfach so schnell sie kann bis ins Ziel und sie ist happy, bei ihrem ersten Start hier den Sieg geholt zu haben. Sie kennt die Region im Engadin sehr gut, vor allem aus dem Training im Sommer, aber zum ersten Start hier holt sie sich gleich den ersten Sieg. Zurück zu dir, Gabriel. Thank you very much, Christian Rocha, with our winner in the women's competition, Maria Eide from Norway. And as Christian said, and as you of course heard, she was really, really unknown that she was the first, or that she was in first position. And I can imagine it was a special race for her. She has to go with a little group of the men's competition and get there very well. But she didn't knew that she was in first place. And yeah, from Pontresina, she was all alone. But as she said, she really got through it. She really hold her speed, hold her rhythm. And that was absolutely great. And what I really find interesting, funny and beautiful, that at the last meters, she didn't start only on her race all alone. No, she was with her thoughts also by her boyfriend, as he was second, Anders Gloresen. She thought on the last meters of her race, maybe
in the finishing area, there will be my boyfriend waiting with also the number one, the winning, but also second place for Anders Glurson and first place for Mari Eide. That will be a big party tonight here at the Engadin Ski Marathon, a regio, a place which she and Anders Glurson knows very well. And of course, first competition here at the Engadin Ski Marathon, win at the night competition, and most importantly, her first win at the first competition at the Engadin Ski Marathon. Of course, she will be back next year, 2018, to defend her title from today. So very, very beautiful stories. We see beautiful pictures we see here with our Cineflex. And also the supporters on the track. Even if you know the runners on the track, you chant for them. Because you have to imagine how hard it is to do the whole 42 kilometers and how hard it is when you get your rhythm, when you get through it, when you get really in a good mood, in a good shape, and then you have to wait a little bit. We saw one hobby runner who got on the floor shortly, and here the field goes way through. But the competition is good and still smiling on the finish line. Every competitor is happy when he finished this challenge here during a beautiful day at the finish area in Schanf. Happy people, smiling people. Congratulations to all the finishers. And Christian got next congratulations, but who will be his interview partner? Jawohl, wir sind draußen im Ziel und ich habe einfach einen genommen von rund 13.000 Läufer und Läuferinnen. Daniel Markwalder im Ziel mit einem grossen Lachen. Hat es wirklich so viel Spass gemacht? Ich bin sehr happy. Ja. Super Event, super Wetter. Ich bin super Zeit gelaufen. Ich bin extrem happy. Ja. Was ist für dich als Volksläufer das Ziel bei so einem Engadin-Skimarathon? Ohne Sturz durchzukommen, vor allem ohne Stockbruch. Ich habe sehr viele Stöcke gesehen, die gebrochen waren. Und habe immer Schiss gehabt, dass mir das auch passiert. Aber damals hatte ich extrem Glück gehabt und ich war relativ weit vorne und von dort her auch genug Platz zum Fahren. Ich weiss, Gefühle sind schwer in Worte zu fassen. Aber was fühlt man, wenn man hier nach 42 km ins Ziel kommt, ins Jump? Ja, so eine richtige Zufriedenheit, dass es eben noch neben dem Arbeiten etwas Schöneres gibt im Leben. Sondern eben genauso Volkssport alles. Das ist absolut der Hammer. Gratulation und danke fürs Interview, Daniel Markwalder. Das war also Daniel Markwalder, einer der 13.000 Volksläuferinnen und Volksläufer, und man hat es im Gesicht, glaube ich, angesehen. Er ist einfach zufrieden und er sagt, es war ein fantastischer Tag. Und er ist noch zufrieden mit seiner Zeit, weil es eine schnelle Zeit war. Wir geben wieder zurück zu Gabriel. Thank you very much, Christian. And I absolutely can imagine that any competitor from today's Engadin Ski Marathon will be happy at the end when he crosses the finish line. We will cross the finish line now at the standings for the women's competition. We heard a few moments ago Mari Eide, who was really happy with her race. She won in a time of 1 hour, 34 seconds, 34 minutes and 18 seconds. That's the winning time in the women's competition. And I really have to say, 1 hour, 34 minutes, 18 seconds, not bad, not bad. That's more or less exactly 10 minutes slower than the record from 2008. So the record for the women's competition is 1 hour 29 minutes 50 seconds. So for a women's record, there was less than 5 minutes for Mari Eide. So who will think about when she came back or comes back next year, 2018, and with a good shape, in a good condition,
and a good start there maybe will be a new record for Mari Eide from Norway. Second place, now it's officially confirmed, goes to Switzerland with Rahel Imoberdorf. Third place was Caitlin Greck. And as we saw, Maria Greffings wasn't the third fastest woman. No, she takes the fifth place, because in fourth place, and that's good for all Swiss fans, is Seraina Boner. So she missed the podium in only a few seconds, but we got Mari Eide, second place, Rahel Imoberdorf, third, Caitlin Greck from USA, fourth place for Seraina Boner, and fifth place, Maria Greffings. That's the standings for the women's competition. During this time, we'll see here at Schatzerwald many, many hobby runners. And now it's getting really tricky. So, funny pictures from Schatzerwald and interesting interviews with Christian Roscher. Back to you. Wieder im Zielgelände. Daniel Welz, er ist eben ins Ziel gekommen und ein bisschen verwirrend. Er lacht, aber wenn wir auf seinen Stock schauen, dann hat er einen Stockbruch erlitten. Daniel, wir wechseln auf Schweizerdeutsch. Was ist passiert? Ja, vor der Schanze hat einer zwischen den Türen getrockt und dann ist halt passiert. Das heisst, du bist von der Schanze bis dahin mit einem kaputten Stock gelaufen? Ja, das ist so, aber es ist immer kürzer geworden, da war es noch nicht so schlimm gewesen. Kann man jetzt gleich zufrieden sein? Hat es gleich Spass gemacht oder ist es ein grosser Frust? Nein, ich bin total zufrieden. Und zufrieden bin ich einfach auch, wenn ich sehe, wie der Organisator hergebracht hat. Das ist sensationell, dass wir so Leute hergebracht haben. Ich bin total zufrieden. Das ist schön zu hören. Merci vielmals. Und wir hoffen, dich nächstes Jahr wieder am Start zu sehen. Daniel Welz, danke vielmals. Also wir haben es gehört, trotz einem gebrochenen Stock von der Schanze in St. Moritz bis hier ins Schanf gelaufen, Daniel Welz. Und trotzdem ist er total happy und er sagt, es ist grandios, was die Organisatoren hier zustande gebracht haben, weil die Loipe, die war 1A. Wir geben zurück zu Gabriel. Thank you, Christian Roscher, for these impressions out of the finishing area. And we will look to the men's overall from the marathon. We said Dario Colandi with the third win. He wins this competition for Anders Gloresen and Ilya Chemnuzov. We got Tony Leavers in 10th place. And Gondit Pralong, 9th place. Gurdin Pearl, 15th. And Bastia Warrier, 14th place. So, from the Swiss point of view, we are absolutely glad and happy. We got the first place at the men's competition with Dario Colonia, and the second place in the women's competition with Rahel Im Oberdorf. The 49th Engadin Ski Marathon. Really a beautiful day, a beautiful race, and a special competition for everybody. The first ever Engadin Ski Marathon. First ever Engadin Ski Marathon in 1969 was with 945 competitors, and only a few years later, 1977, it was the first time when the Engadin Ski Marathon reached and crushed the 10,000 competitors, and over the last years they wouldn't go any bigger, because we got any year here the Engadin Ski Marathon
competitors field around 13,000 competitors. This year it was 13,460 men and women who wanted to take this challenge here at the Engadin Ski Marathon. Beautiful pictures to enjoy, and maybe it will make you a little bit hungry to make yourself up, make yourself in a good shape. You got 1 year left to be ready if you would like to compete yourself once in the Engadin Ski Marathon. It's really absolute amazing happening, and you only can talk about it when you've done it at least once. Maybe once in a lifetime. Why not? Two hours ago, the 49th Engadin Ski Marathon started. 2 hours later, we got our happy winner, Dario Colonia. After the winning in 2007, 2010, he will get his third win here in the Engadiner Ski Marathon 2017. And that only 1 day after his 31st birthday. He celebrated yesterday. And 2 hours later, we still got many, many athletes to compete the Engadin Ski Marathon, to finish the Engadin Ski Marathon, the last meter also for them. The finishing base with the 3-4 really technical curves. You have to focus for last time, and it's not so easy because after 41 kilometers, your legs get slow. Your legs get heavier and heavier, and you see here like the post on the track. He gives the signal, slow down, take it easy, go to the finish line, and we go to the finish line too. Finish area with a new interview partner for Christian Roscher. Jawohl, wir haben einen ganz speziellen Interviewpartner bei uns. Wir haben es in der Live-Übertragung schon gesagt. Er ist einer der prominenten ehemaligen Spitzensportler, der ehemalige Marathon-Europameister Viktor Rötlin. Und er hatte ein ganz spezielles Ziel hier. Er wollte schneller als seine beste Zeit zu Fuß 2:07:23 laufen. Viktor, wie ging es heute? Ja, es lief unglaublich gut. Es war von Anfang an wirklich unglaublich schnell. Natürlich ein bisschen hektisch auf den Seen in den vielen Leuten drin, das bin ich mich nicht so gewohnt. Ich habe ja normalerweise nicht noch Stöcke und Skier an, aber dann nach Puntmoral konnte ich wirklich meine Ausdauer zum Spielen bringen, und es war wunderbar. Es war wunderbar, aber wir haben von dieser Zeit 2:07:23 gesprochen. Deine beste Zeit war 2:20. Wozu hat es heute gereicht? Ja, in Pontresina bin ich irgendwie etwas über 61 Minuten durch. Da hatte ich schon ein gutes Gefühl, weil nachher gibt es ja nicht mehr so viele Hügel.
Und dann habe ich da plötzlich realisiert, wenn ich jetzt noch ein bisschen drücke, klappt vielleicht sogar eine 1 vorne dran zu kriegen. Und ich bin, glaube ich, ganz knapp unter 2 Stunden ins Ziel gelaufen. Das ist natürlich unglaublich. Das ist auch so eine Schallmauer im Marathon, die man ja versucht zu brechen, die 2-Stunden-Grenze. Und jetzt kann ich endlich sagen, dass ich auf Skiern doch schneller bin als zu Fuß. Wie fest hat dich der Wettkampf wieder gepackt? Du machst ja nicht mehr viele Wettkämpfe, seit du nicht mehr aktiv Marathon läufst. Aber trotzdem, das Sportlerherz, das Wettkampfherz ist wieder da. Ja, es ist schon nicht mehr so wie früher, als ich um Medaillen gekämpft habe. Also für mich war es natürlich schon das primäre Ziel, gesund hier unten anzukommen. Also mit Vernunft, gerade auch bei den Passagen, wo teilweise die Leute durchdrängeln und so, habe ich mich einfach angestellt, weil das Ziel war, dass ich hier gesund ankomme. Und das ist klar, dann, wenn man dann merkt, die Zeit ist schnell, der Ski läuft, dann habe ich dann schon gemerkt, auf den letzten 5 Kilometern, hey, es wird knapp, also unter 2 Stunden, jetzt gebe ich nochmal Vollgas und da kommt dann natürlich der Sportler in mir wieder zum Vorschein. Und auch die positiven Emotionen kommen wieder zum Vorschein. Ja, das ist natürlich schon schön, so einen Zieleinlauf zu erleben bei dieser Kulisse. Unterwegs war auch unglaublich viel Stimmung. Ich habe ja Freunde da im Engadin, weil ich ja viele Jahre im Sommer hier gelebt habe. Die sind oben bei den Golanhöhen gestanden. Die habe ich noch wirklich gesehen. Ich konnte ihnen zurufen. Das ist wunderschön, ja. Es ist wunderschön, dass du hier im Engadin warst. Eine so schnelle Zeit. Gratulation, Viktor Rötlin. Und jetzt gute Erholung. Thank you very much for this very, very special story, very special athlete. Viktor Rötlin, European champion 2010 Barcelona and world championship bronze medalist from Osaka 2007. He's really one of the greatest runner we have in Switzerland. I think of Markus Riffel, that's clear, but or André Bucher, but Viktor Rötlin, he really get what it needs, get what it takes to be one of the best in the world. We heard the story, his record time in marathon, 2 hours, 7 minutes, 23 seconds, and he beat it that time today, because when we can trust Viktor Rötlin, and I'm sure we can trust him because he's so serious, that he runs today at the Engadin Ski Marathon under 2 hours. So now finally, Viktor Rötlin can say, I'm faster on skis than I'm with the running shoes. That's, of course, a good sign. So he didn't get older, he got better, like a good old wine. Our live stream here from the 49th Engadin Ski Marathon will take a few more. 20 minutes to go. We will show you the best impressions, the best pictures here till 11 o'clock. So many, many more will come here to the finish area, and I'm sure Christian Rocha will take one or two interview partners more till we go off air. But for the next 20 minutes, we're still on air, of course, with today's production from On Air Production. That makes absolutely sense, with 8 cameras all over the track, with the best coverage of this event possible. We hope to please you at home watching this live stream from the Engadin Ski Marathon, the 49th edition of this amazing sports highlight. And still, even if the elite in the women and men's competition is done, the supporters, the organization, they do their job also for the hobby runners. They shape the track to get the best track possible for everybody and anybody. So you can really say, ride the track like the pros, be treated like the pros. And with the last energy, some of the competitors
crossing the finish line. Watching their clock to be sure. How was my time? Did I beat my time from last year? What's my time today? There are still some athletes who go on the limit at the last few curves. But that looks great. And to be absolutely sure and clear, to determine here the winner, it was a perfect condition, but everybody, every man and woman who starts here at the Engadin Ski Marathon and who finish these 42 kilometers, or anybody who finished the half marathon in Pontresina, you have to give them many, many credits, what they achieved, what they showed today. They really got something to be glad of. And here you can see also that any man and any woman is capable of doing this Engadin Ski Marathon. Some take it more serious, other takes it just to finish it. But here on the last kilometer, you see on the faces of a few competitors, they're really glad they're coming closer to the end of this hard challenge. And now I heard we got Christian with the next interview. Back to you. Also, wir sind hier draußen mit Adriano Iseppi, der Rennchef des Engadin Skimarathon. Es war für ihn eine Premiere. 49 Jahre, Adriano Iseppi zum ersten Mal als Rennchef dabei. Adriano, das war eine Challenge dieses Jahr. Ja, das war eine turbulente Sache, vor allem in der letzten Woche mit dem Regen vom Donnerstag hat es uns ziemlich gefordert, das ganze Tal gefordert. Es sind ja vor allem die Gemeinden, die da die Arbeit machen an der Loipe und sie haben das super hingekriegt heute, eine fantastische Loipe von oben bis unten. Wie sieht ein Tag des Rennleiters, des Rennchefs am Engadiner aus? Ja, der ist eigentlich ziemlich gemütlich im Vergleich zu den letzten Wochen. Wir haben heute eigentlich alles, die Blöcke waren eingeschlagen, ich war am Start oben, habe dort mit dem Startchef das Ganze nochmals angeschaut. Es gibt dort ja immer ein paar hektische Situationen mit den Elite-Läufern, aber das hat alles super geklappt. Wir haben das ein bisschen umgestellt auf dieses Jahr, das ganze Startlayout, und das hat sich extrem bewährt. Es war ein super guter Start und danach durfte ich runterfliegen mit dem Helikopter von oben und mir das Ganze anschauen, das war ein Traum. Viele Läuferinnen und Läufer sind ins Ziel gekommen und haben gesagt, die Loipe war perfekt. Wie gut tut das dem Herz eines Rennchefs? Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Oder? Wir wollen dem Läufer da die perfektesten möglichen Bedingungen präsentieren. Und vor zwei Tagen sah es noch nicht so aus, auch gestern noch. Wir mussten auch gewisse Abschnitte sperren, nicht fahren. Und das hat natürlich für Unmut gesorgt, weil man nicht trainieren konnte auf diesen Teilstrecken. Aber heute wurden glaub, alle entschädigt mit einer super Loipe. Danke vielmals, Adriano Iseppi, und ein guter Schluss dieses wunderbaren Tages. Danke. Von Dorf Deutschland, willkommen.
Und ja, wir bleiben wohl gleich drauf, weil wir haben auch OKA-Präsident Menduri Kaspar gleich bei uns. Er kommt hier schon ins Bild. Menduri Kaspar, wir ziehen gleich weiter. Adriano Iseppi, er hat es schon gesagt, eigentlich ein durchaus erfolgreicher Tag. Wie sieht dein Fazit aus? Das ist so, also wirklich für uns das Rennen perfekt, wie es jetzt bis jetzt gelaufen ist. Wir hatten einen sehr schönen Start, wir haben tolles Wetter, einen spannenden Endkampf, den richtigen Sieger für uns jetzt, ein Einheimischer hier aus der Region, also wunderbar. Das Rennen dauert natürlich noch bis heute Nachmittag, so um 16 Uhr, aber das erste Zwischenziel sicher erreicht, wunderschöner Tag. Du hast es gesagt, ein perfekter Sieger, Dario Colonia. Wie wichtig ist das für den Engadiner? Ich denke, sehr wichtig. Es ist, wir hatten dieses Jahr wirklich ein absolut Spitzenfeld hier und jetzt gewinnt der Dario Colonia unser Aushängeschild in der Schweiz im Langlaufbereich. Das ist sehr wichtig. Wir haben 70% fast Schweizer, die hier starten und auch medial natürlich wird dieses Sieg gut aufgenommen und das freut uns sehr. Welches ist der Moment als OKA-Präsident am heutigen Tag, wo du vielleicht ein bisschen nervös geworden bist? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es war... Nervös bin ich eigentlich nie geworden. Die Anspannung ist gestiegen, morgen früh hoch an den Start. Es war ruhig alles, es war schön. Die ersten Meetings, die wir gemacht haben, ob alles in Ordnung ist, alles hat funktioniert. Dann sind die Leute, die Läufer, die Tausenden von Läufern gekommen. Und das war natürlich ein Moment, wo man ein bisschen nervös, ein bisschen die Spannung angestiegen ist. Und dann, glaube ich, der Puls am höchsten war in dem Moment, wo wirklich der Start losgegangen ist. Weil, ja, in dem Moment konnten wir gar nichts mehr aufhalten. Das Rennen hat gestartet. Und die Arbeit der letzten Monate hat jetzt gezeigt, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ein bisschen durchatmen war angesagt, ist angesagt. Ihr seid mit dem Helikopter ins Zielgelände geflogen. Adriano hat das bereits gesagt. Wie hast du den Zieleinlauf miterlebt? Ja, das war super spannend, das stimmt. Mit dem Helikopter sind wir runtergekommen. Es war interessant auf der Strecke. Wir waren gut 5 Minuten, bevor die ersten Läufer ins Ziel gekommen sind, waren wir hier. Und wir haben wirklich die Strecke, oder Zieleinlauf konnte ich hautnah miterleben und ja, auch das wieder sehr spannend. 1,5 Stunden vorher oder 1 Stunde 27 vorher hat man sie in Maloja oben noch gesehen und jetzt waren sie schon hier, also schon auch sehr interessant und beeindruckend. Das Zwischenfazit ist sehr positiv, das haben wir gehört. Noch lange sind nicht alle hier. Ein Blick Richtung 2018, das wird die Jubiläumsausgabe, ein halbes Jahrhundert Engadin Skimarathon. Was dürfen wir da erwarten? Ja, konkret, das kann ich leider noch nicht sagen. Wir haben verschiedene Ideen, die wir andenken, was man machen kann. Eben 50 Jahre ist natürlich eine große Geschichte, eine große Sache. Wir wollen etwas Spezielles machen. Verschiedene Aktionen sind geplant, bereits während dem Jahr, nicht nur an diesem einen Tag. Aber, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir sind noch nicht ganz so weit, wie wir gerne zu diesem Zeitpunkt wären. Aber es wird etwas Spezielles werden. So viel kann verraten sein. Auf jeden Fall. Das Erlebnis soll im Vordergrund stehen, das soll kommen und die 50 Jahre müssen zelebriert werden. Menduri Kaspar, wir wünschen dir, deiner ganzen Crew, die einen hervorragenden Job gemacht hat, einen wunderschönen Sonntag. Lässt es ausklingen, lass den Tag mit diesen freudigen Läuferinnen und Läufern genießen. Gratulation und danke vielmals. Das war also der OKA-Präsident Menduri Kaspar mit einem sehr, sehr positiven Fazit. Wen wundert es, wenn wir hier in die Gesichter schauen, wenn wir das Wetter sehen? Wir sind schon in der Endphase unseres Livestreams. Ich gebe noch einmal zurück zu Gabriel. Thank you very much, Christian. And yeah, as we heard, the race officer Adriano Seppi and the OKA president Menduri Kaspar from the Engadin Ski Marathon. Menduri Kaspar said, yeah, the conclusion is absolutely and very positive. From A to B, from Alpha to Omega, from 1 till 100%. Absolutely positive. And for the next year, for the 15th Engadin Ski Marathon, the experience should be in the foreground, that's for sure. And asked about the nervousity, he was never really nervous, but it was tense, of course. But everything went well, and maybe the pulse was the highest at the start of the 49th Engadin Ski Marathon. He's really excited about the race. It was a perfect race, a perfect day, perfect condition. And as he said, and we can only agree with Menduri Kaspar, it was the absolute right winner. We determined today's number one at the men's competition. And of course, also Adriano Seppi,
yeah, they were demanded to act and react absolutely on the point, on the track, perfectly the last two, 3 days to get these perfect conditions for all the competitors from today's Engadin Ski Marathon. The day today was a little more relaxing than the days before, that's for sure. And for them also special that the feedback from all the athletes who already are finished the race, that they all say the trail, the track was absolutely perfect. So what can you wish more from the 49th Engadin Ski Marathon? What can you expect better than a feedback, a conclusion, which say only one word, positive, and which say absolutely, yeah, next year, the anniversary, the 50th anniversary of Engadin Ski Marathon will be maybe a little bit bigger, maybe a little bit better. I couldn't really imagine that it could be better than today, but let's see what Mandiri Kaspar and the whole organization gave us or give us in 2018. And after this little crash, we got no crash, but Christian at the arrival zone. Jawohl, wir sind hier draußen bei Katja Hauser. Sie ist eben erst ins Ziel gekommen. Sie sieht zufrieden aus, aber ich frage jetzt mal Katja, wie ist das Fazit heute? Das Fazit ist gut. Es war ein genialer Lauf, schönes Wetter. Die Leute haben super mitgemacht, sind fair an der Strecke. Ich persönlich bin zufrieden mit meinem Resultat. Ich war nicht so fit, wie ich gerne wäre. Und dementsprechend habe ich auch damit gerechnet, dass es recht hart wird. Ist es so, aber ich bin zufrieden. Wie viele Mal bist du am Engadin dabei gewesen? Ich kann es nicht genau sagen, ich glaube das 7. oder 8. Mal. Es gibt ja viele so Wiederholungstäterinnen und Täter. Ist da so eine Bestzeit, die man hat, immer so ein bisschen im Hintergrund? Die ist im Hintergrund, ja. Und ist man dann enttäuscht, wenn es zu der nicht langt? Oder du hast gesagt, deine Vorbereitung war nicht optimal gewesen. Hast du das so ein bisschen gewusst, das lange Jahr nicht? Ja, also ehrlich gesagt, meine Bestzeit ist irgendwo 4 Minuten schneller, als ich jetzt gelaufen bin. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so nahe komme. Also von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden. Du hast es gesagt, es sei ein perfekter Tag gewesen. Was macht es für dich aus, dass du immer wieder zurückkommst, am Engadiner mitzumachen? Ja, das ist einfach die Stimmung. Das ist etwas Einmaliges hier. Also eben die Leute, es war jetzt eine extrem angenehme Gruppe gewesen, dort, wo ich gelaufen bin. Sehr fair und auf der Strecke haben sie immer wieder angeführt. Und es war noch lustig gewesen. Am Start hat einer gesagt, dass eine Katja heiratet und dass dem sein Poltertag ist heute. Und weil ich auch Katja heisse, haben mich extrem viel gefragt auf der Strecke, ob ich die Katja bin. Das war noch lustig und hat das Ganze ein bisschen aufgelockert. Und eben so stimmig, ich finde das einfach schön. Katja, merci vielmals. Gratulation zur Beendigung vom 7. oder echten Engadin Skimarathon. Geniesse es hier beim perfekten Wetter ins Schanf und hoffentlich bis nächstes Jahr bei der Jubiläumsausgabe. Merci. Das war also Katja Hauser, auch sie stolze Finisherin hier zum 7. oder 8. Mal. Das war unsere letzte Interviewpartnerin am heutigen Tag. Wir geben rein zu Gabriel und leider neigt sich der Livestream schon dem Ende zu. Yeah, Christian, you're absolutely right. It's a little bit of a shame, but we got 5 minutes left. I mean, 5 minutes is better than nothing. And 5 minutes left, so Christian, come back here to our commentator position so we can finish this really, really good and exciting Engadin Ski Marathon to the end. And as we said, it's absolutely a people's race for young and old, for everybody, from Swiss for Swiss, and with the top shots, the top guys, the top men, the top women, and all the competitors and all the athletes from any age, from any genre. So they are competing here at an absolutely beautiful and fast track today during excellent weather conditions. And as we said, till 4 o'clock the race will go on. And here we got a few athletes who will take their time, who will be passionate and really take it easy, slowly, because the finish line come closer. With any step they make, with any meter, they compete.
So 5 minutes left, more or less, here for us for the live stream of the 49th Engadine Ski Marathon. And there were also, after the finish from the elite men's and women's competition, many, many interesting statements we get from the winners, we get from the normal, from the hobby runners. And it was really exciting to hear you, Christian, in front of the crowd talking with them. Ja, in der Tat, Gabriel, draußen die Emotionen, das spürt man so richtig. Ich habe kein richtig enttäuschtes Gesicht gesehen. Alle sind zufrieden, alle haben vor allem die Organisation gelobt, das OK, die Strecke. Sie haben gesagt, die Loipe war in einem perfekten Zustand, obwohl die Temperaturen langsam warm werden. Also rundum zufrieden. Wir haben es auch von unseren OK-Mitgliedern und dem OK-Präsidenten gehört. Ein rundum positives Fazit dieser 49. Austragung. The conclusion, we said it before, ago, a little bit, a few moments ago, absolutely perfect. From A to B, from Alpha till Omega, it was amazing what we saw today at the 49th Engadine Ski Marathon. And we already knew now the determined, the confirmed rankings. So at the men's competition, we know Dario Colonia before Anders Gloriason and Ilya Kunusov. And for the women's competition, there was Mari Eide before Rahel Imoberdorf and Caitlin Gregg from the USA. Ja, wir haben es gehört von Gabriel, noch einmal auch hier auf Deutsch, die Besten am heutigen Tag. Dario Colonia, der Norweger Anders Gloriason, der hat sich noch auf Rang 2 vorgeschoben in einem ganz knappen Fotofinish gegen Ilya Chernusov, der Russe, holt sich Platz 3. Und bei den Frauen, da gewinnt die Norwegerin Mari Eide vor der Schweizerin Rahel Imoberdorf. Sie mit ihrem besten Resultat am Engadin Skimarathon. Und der dritte Platz geht in die USA an Caitlin Gregg. Aber viel wichtiger ist das, was wir draußen sehen. Die große Menge, die ist immer noch unterwegs. Diese 13.000 plus minus Läuferinnen und Läufer, sie genießen das bei perfekten Bedingungen. Zufriedene Gesichter, die unsere Kamera draußen einfängt, auch ein bisschen erschöpft, aber das ist, was der Engadin eben ausmacht. Ein Volksfest von den Spitzenläufern bis zu den Hobbyläufern mit ganz, ganz wenig Training. And they can take their time until 4 o'clock. The race, the arrival, the finish line is open for them to compete and to finish and to complete their race here at the Engadine Ski Marathon. For me, it was very special to hear you talking with Viktor Rötlin, because I told the viewership, he's a really serious man, but when you got a target left, when you got a goal left, which you would like to reach, then it's also for Viktor Rötlin, and also if he's only a hobby runner today, a special moment, an important moment and a happy moment. Ja, ganz klar. Viktor Rötlin, er war einer dieser schönen Schauplätze, Nebenschauplätzen, dieser Geschichten, dieser Side-Stories. Er ist unter 2 Stunden ins Ziel gekommen, hat damit sein Ziel erreicht. Und wenn wir vom Ziel erreichen sprechen, sehen wir zum Schluss noch einmal Bilder vom Staatsanwalt. Und das sind die Bilder, die wir kennen. Aber man geht schön sachte hier ran an die Sache. Man will nichts riskieren. Wir sehen nicht allzu viele Stürze. Vielleicht war das zuvor ein bisschen anders, als ich draußen war. Aber der Staatsanwalt, das sind so die letzten Bilder, die wir hier in unserem Livestream haben. Es ist leider schon Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Und ich sage es bewusst, auf Wiedersehen bis 2018. Das große Jubiläum im nächsten Jahr, 50 Jahre Engadin Skimarathon, steht uns bevor. Ich bedanke mich bei dir, Gabriel. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es war ein großes Vergnügen, durch diesen 49. Engadin Skimarathon zu führen. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis 2018. Thank you, Christian. Also from my point of view, thank you for your interest. Thank you for watching our web stream. And absolutely, see you next year, 2018, 5th anniversary of Engadine Ski Marathon. We'll see you there.